Ich darf Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, sehr, sehr herzlich begrüßen zu diesem Fachtag. Mein Name ist Daniel Pohli. Ich leite IAB jetzt seit Oktober und freue mich sehr, dass so viele Expertinnen und auch Interessierte heute dabei sind, um mit uns gemeinsam über den Jugendaustausch mit den USA sich auszutauschen und auch diesen gemeinsam weiterzuentwickeln. Internationale Jugendarbeit, und dafür stehen wir bei IAB, steht für Demokratiebildung, Völkerverständigung und auch das gesunde Aufwachsen junger Menschen in der ganzen Welt und das in möglichst nachhaltigen Systemen. Und darüber hinaus lernen junge Menschen in diesem Austausch den Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt. Und das ist uns besonders wichtig, denn gerade in Zeiten zunehmender Globalisierung, die Welt wächst zusammen, Probleme lassen sich nur noch gemeinsam lösen, ist es uns ein besonderes Anliegen, dass junge Menschen da lernen, dies auch mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen und auch Vorurteile zu hinterfragen, weil sie da durch andere Gesellschaftsmodelle, Kulturen und auch Religionen verstehen und dadurch auch ein kritisches Verständnis für die eigenen Hintergründe, für die politischen, kulturellen Wurzeln entwickeln. Und sie sollen sich in einer durch Vielfalt und Internationalität geprägten Gesellschaft auch zurechtfinden. Und sie benötigen dafür internationale Kompetenzen für ihre persönliche Entwicklung, für die gesellschaftliche Teilhabe, aber natürlich auch für ihre beruflichen Perspektiven. Und wenn sich in diesem Sinne eben junge Menschen über Ländergrenzen hinweg freiwillig, partizipativ und selbstbestimmt begegnen, dabei etwas lernen und auch pädagogisch begleitet werden und das ganz ohne Leistungsdruck, Noten oder Credit Points, dann sprechen wir eben von internationaler Jugendarbeit. Und das sind jetzt die besonderen Herausforderungen, damit internationale Jugendarbeit zwischen Deutschland und den USA gelingen kann. Welche Themen stehen da besonders im Vordergrund? Wie können wir diese umsetzen? Dafür wollen wir uns eben heute austauschen und deshalb haben wir Sie zu diesem Fachtag eingeladen. Es gibt, und das hat Sharon Maple auch schon gesagt, den klaren politischen Willen im Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung, den zivilgesellschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und den USA zu vertiefen. Und es sind zwei Länder, die eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet und die trotz vieler Unterschiede eben auch viele gesellschaftliche Herausforderungen teilen. Und Ziel ist es eben, diesen transatlantischen Austausch neuen und auch breiteren Zielgruppen zugänglich zu machen, also viel, viel mehr jungen Menschen diese Möglichkeit zu eröffnen, in den Dialog zu treten und zu vertiefen. Wir wollen auch ein zeitgemäßes Narrativ finden, was jenseits von Stunde Null oder dem Mauerfall existieren kann, für eben eine junge transatlantische Generation. Und es geht auch uns darum, Qualitätsstandard für diesen speziellen Austausch zu setzen und zu entwickeln. Mit dem neuen Länderbereich USA bei IAB arbeitet eben die Fachstelle im Auftrag des BMFSFJ daran, den Weg zu bereiten, den transatlantischen Jugend- und Fachkräfteaustausch zu intensivieren. Und bei uns liegt ein wichtiger Fokus darauf, Informationen bereitzustellen über Jugendpolitik und Jugendarbeit in den USA und natürlich über die Praxis des transatlantischen Jugend- und Fachkräfteaustauschs. Wir freuen uns, dass wir nach über 30 Jahren, wir haben früher relativ viel auch mit den USA gemacht, jetzt es wieder auch zum Schwerpunkt machen dürfen und mit diesem Fachtag das auch mit Ihnen gemeinsam wieder starten können. Seit Anfang des Jahres, Sharon Maple hat es schon darauf hingewiesen, führen wir auch zwei ganz konkrete Programme durch, die es eben Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch Studierenden oder jungen Absolventinnen aus diesem Arbeitsfeld ermöglichen, in diesen Austausch zu treten. Und während wir uns bemühen, diese Rahmenbedingungen zu setzen und es zu verbessern, kommt es natürlich ganz auf Sie an, Sie, die Träger und Organisationen, die aktiv sind, die diese Praxis leben und eben mit jungen Menschen oder Fachkräften Begegnungen gestalten, ob das eben digital ist wie heute, analog oder auch hybrid.
Genau, und darum ist es wichtig, dass wir heute zusammenkommen und gemeinsam einen Blick eben auf den deutsch-US-amerikanischen Austausch werfen und auch gemeinsam Impulse setzen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen hoffentlich fruchtbare und spannende Tagung und freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Poli, für die Begrüßungsworte. Wie Sie lesen können, USA bei IAB. Wir haben jetzt gerade schon ein kleines Intro durch Herrn Poli gehört. Sehr gerne möchte ich nun jetzt Ihnen die Projektreferentin, Frau Elena Neu, vorstellen. Sie wird Ihnen nun einen Einblick noch in die Aktivitäten und Programme geben und auch einen Blick in die Praxis des Länderbereichs. Stellvertretend für das Team. Sie sehen alle, die dort diesen Hintergrund haben mit dem kleinen IAB. Logo oben und mit dem hellblauen, das sind alles die Personen, die auf jeden Fall in dem Team ja, sich engagiert haben und dieses Projekt möglich machen. Und wir freuen uns jetzt sehr, von Frau Elena Neu mehr zu erfahren. Ja, vielen herzlichen Dank, Sharon Maple. Ich möchte auch gerne die Gelegenheit noch mal nutzen, während ich auf meine kleine Hintergrundfolie warte, Sie auch noch mal ganz herzlich zu begrüßen, auch im Namen des ganzen USA-Teams. Ich sehe auf der Teilnehmendenliste einige Namen, die mir auch schon bekannt vorkommen. Das freut mich sehr und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass ganz viele neue Namen dabei sind und wir wirklich auch eine Veranstaltung hier haben, die auf großes Interesse stößt. Das motiviert uns sehr und das ja, bringt mich zum Strahlen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich auch, dass ich jetzt hier natürlich nur stellvertretend für ein 4-Personen-starkes Team kurz sprechen darf und Ihnen vorstellen darf, was wir so gemacht haben, was uns beschäftigt und was wir auch schon umgesetzt haben. Denn wir sind ja immerhin schon seit Ende des letzten Jahres in ersten Schritten und seit Anfang diesen Jahres ganz offiziell unterwegs. Zunächst ist natürlich zu sagen, dass der Jugendaustausch mit den USA mitnichten kein ganz neues Thema ist. Das ist uns auch sehr bewusst. Aber was wir relativ schnell festgestellt haben, wenn man im Speziellen auf die internationale Jugendarbeit schaut, und Daniel Poli hat ja auch gerade schon gesagt, die internationale Jugendarbeit kommt nochmal mit ganz eigenen Herausforderungen daher, mit ganz eigenen Formaten daher, haben wir relativ schnell festgestellt, dass die Austauschmaßnahmen doch ein bisschen weniger werden und dass vor allen Dingen auch die Informationsdichte zum Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe und zum Aufwachsen in den USA deutlich dünner wird, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Bildungsbereichen. Und wir glauben ganz feste, dass das nicht daran liegt, dass es ein mangelndes Interesse am Zielland gibt, ganz im Gegenteil. Und deswegen glauben wir, dass das eine Stelle ist, an der wir gut ansetzen können und an der wir auch ansetzen möchten und etwas bewirken möchten. Eines der Ziele, was wir mit unserem Länderbereich USA verfolgen und was wir mit unserer Arbeit verfolgen, ist es, dem Arbeitsfeld, also quasi Ihnen, Informationen und Wissen zur Verfügung zu stellen, die Ihnen perspektivisch dabei helfen, das Partnerland USA besser zu verstehen, die Kontexte besser zu begreifen und die Ihnen auch dabei helfen, mit Ihren US-Partnerinnen perspektivisch besser zu kommunizieren. Und in der ersten Jahreshälfte haben wir uns deswegen vor allen Dingen auf den Schwerpunkt Informationsaufarbeitung, den Schwerpunkt auf Informationsaufarbeitung gelegt. Und als erstes erschienen in diesem Zusammenhang, ich hoffe, einige von Ihnen hatten schon die Gelegenheit, mal darin zu blättern, ist unser USA-Special. Das heißt, eine Sammlung von Stimmen aus der Praxis, die über ihre Erfahrungen im US-Austausch berichten. Das ist uns bei IAB generell immer ein wichtiges Anliegen, denn die internationale Jugendarbeit steht und fällt mit den Projekten, die Sie in der Trägerlandschaft durchführen. Das heißt, wir hoffen auch sehr, dass es das erste Special zu den USA war, dass es aber mitnichten das letzte bleibt. Und möchte an dieser Stelle das auch ganz gerne von unserer Seite mit dem Aufruf verbinden, wenn Sie Projekte durchführen oder wenn Sie Maßnahmen durchgeführt haben oder daran teilgenommen haben, lassen Sie es uns gerne wissen. Kommen Sie mit uns ins Gespräch und teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit, sodass wir sie verbreitern können, dass wir sie teilen können, dass wir mit dem Wissen auch weiterarbeiten, vielleicht schon im nächsten USA-Special dabei zu sein. Ich habe auch gesagt, schon am Anfang, wir haben festgestellt, es gibt eine kleine Informationslücke, was das Arbeitsfeld oder das amerikanische, US-amerikanische Pendant zur deutschen Kinder- und Jugendhilfe betrifft.
Und wir haben uns vorgenommen, diese Informationslücke ein bisschen zu verkleinern. Ich sage absichtlich nicht, sie zu schließen, denn ich glaube, wer sich mit dem Thema schon mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass das fast größenwahnsinnig wäre. Aber wir haben trotzdem sehr viel Herzblut in unsere sogenannten Länderinformationen gesteckt. Das ist ein Bündel an Informationen, die einen Rundumschlag liefern für alle, die es interessiert, rund um das Thema Aufwachsen in den USA, Rahmenbedingungen für das Aufwachsen in den USA und auch jugendpolitische Strukturen in den USA, soweit das eben möglich ist, in einem Land, was ja auch durch einen sehr starken Föderalismus geprägt ist. Und wir verstehen diese Länderinformationen zwar als eine Momentaufnahme, aber auch ein Stück weit als laufendes Projekt. Das heißt, wir wollen von nun an dieses Informationspaket pflegen und es auch weiterentwickeln. Und das wollen wir natürlich auch nicht an Ihnen vorbei machen. Das heißt, wir freuen uns auch hier, wenn Sie Anregungen haben oder sagen, da fehlt noch ein ganz wichtiges Kapitel, was für meine Arbeit relevant ist, auch dann wieder das Angebot, kommen Sie gerne auf uns zu. Ein kleiner Blick in die Zukunft, was wir ja jetzt schon in Auftrag gegeben haben oder womit wir uns jetzt schon befassen, ist die Erweiterung dieser Länderinformationen um einen Schwerpunkt soziale Arbeit in den USA. Also einfach, um Ihnen eine Idee davon zu geben, was Sie da auch finden und was für Themen wir da auch noch reingeben wollen. Und jetzt habe ich es gerade schon gesagt, es ist ein großer Rundumschlag. Das heißt, sich da durchzuwühlen, braucht ein bisschen Zeit oder durchzuklicken. Und da wir uns gedacht haben, viele von Ihnen haben sicherlich gar nicht die Zeit, sich mal eben durch knapp 40 Seiten zu blättern, wäre es doch schön, wenn wir Ihnen das noch ein bisschen kürzer und ein bisschen knackiger servieren können. Und zu diesem Zwecke haben wir schon ein wunderschönes 2-minütiges Erklärvideo auf den Weg gebracht, das Ihnen in wenigen Worten und mit visueller Untermalung nochmal erklärt, was sind eigentlich die grundständigen jugendpolitischen Strukturen bei meinem US-amerikanischen Partner. Und dieses Format möchten wir auch gerne fortsetzen und haben auch schon etwas in der Pipeline. Das heißt, Sie können sich bald auch auf Nachschub freuen. Und ich kann Ihnen auch schon mal anteasern, es wird um das Thema Jugend in den USA gehen. Das heißt, wir scheuen auch nicht die Herausforderung, hochkomplexe Themen nochmal für Sie runterzubrechen. Das verstehen wir natürlich auch als unseren Auftrag. Die Information über den Partner ist das eine. Die Kommunikation mit dem Partner ist eine ganz andere Geschichte. Und wenn unter Ihnen, und ich weiß, dass unter Ihnen Menschen sind, die auch in der internationalen Jugendarbeit tätig sind, das Thema englische Sprachkenntnis ist für unser Arbeitsfeld immer wieder relevant und für viele Fachkräfte eine große Herausforderung. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir jetzt in dem Länderbereich USA die Möglichkeit haben und hatten, einen Sprachkurs für uns speziell entwickeln zu lassen, einen Online-Englisch-Sprachkurs, der sich explizit an Fachkräfte richtet, die in der internationalen Jugendarbeit tätig sind. Dieser Sprachkurs wird derzeit laufend das erste Mal durchgeführt und wir möchten dieses Angebot perspektivisch gerne verstetigen und auf jeden Fall in 2023 auch wieder anbieten und in unserem Portfolio aufnehmen, worüber wir uns sehr freuen. Im Hinblick auf den US-amerikanischen Kontext möchten wir hier natürlich auch darauf achten, dass wir begriffliche Besonderheiten aus dem US-amerikanischen Kontext hier nochmal mit einfließen lassen, vor allen Dingen im Kontrast zu dem englischen Sprachgebrauch, wie wir ihn in Europa ja auch aus der Europäischen Union kennen. Also da noch mal Differenzen aufzuzeigen und vielleicht Missverständnisse von vornherein auszumerzen oder aufzuzeigen. Neben Information und der Vermittlung von Wissen ist ganz klar, das merken Sie auch heute, weil wir hier zusammenkommen, für uns das Thema Vernetzung. Das heißt, wir möchten ein Mehr an Vernetzung im Arbeitsfeld transatlantischer Jugendaustausch erreichen, sowohl auf nationaler Ebene, also so etwas, wie wir heute machen im Rahmen dieses Fachtages. Sie sehen es ja auch, Sie haben es vielleicht gemerkt, wir sind heute eine rein nationale Veranstaltung, wir sind auf Deutsch unterwegs, wir haben keine Dolmetschung dabei, weil wir uns heute mit Ihnen treffen, mit deutschen Fachkräften. Perspektivisch möchten wir das aber gerne auch auf internationaler Ebene tun. Das heißt, es wird auch sicherlich Veranstaltungen geben, die zweisprachig sind oder die auch mit unter Beteiligung von US-amerikanischen PartnerInnen stattfinden werden. Und was wir natürlich auch erreichen möchten, ist perspektivisch Fachkräfte miteinander in den Austausch zu bringen, im bilateralen Fachkräfteaustausch. Das haben wir jetzt in diesem Jahr noch nicht gemacht, aber das ist etwas, was wir auf jeden Fall mitdenken. Vor diesem Hintergrund, dass wir es dieses Jahr in der Form noch nicht gemacht haben, freuen wir uns umso mehr, und das hat auch Daniel Pohl ja vorhin schon kurz angeteasert, dass wir die Möglichkeit hatten, in diesem Jahr
zwei neuen Programmlinien unter unserem Dach ein neues Zuhause zu bieten. Und das eine ist das Council of International Programs, das heißt ein Angebot für Fachkräfte aus der sozialen Arbeit, die über das Programm einmal im Jahr die Möglichkeit haben, in mehreren Wochen in den USA den Arbeitsbereich der sozialen Arbeit kennenzulernen. Wir arbeiten mit einem US-amerikanischen Partner zusammen und sind derzeit dabei, die Details für 2023 zu klären. Das heißt, wir hoffen auf eine Ausschreibung für dieses Programm im Frühjahr 2023 mit einer Ausreise im Herbst. Das heißt, wenn das was ist, was für Sie in Frage kommt und Sie jetzt schon in den Fingern quasi juckt, dann behalten Sie die Ausschreibung entweder im Auge oder kommen Sie auf uns zu, wenn Sie dazu noch Fragen haben. Ich will Sie jetzt hier an dieser Stelle gar nicht mit Informationen überfluten. Sie hören heute noch genug. Aber wenn das grundsätzlich für Sie interessant ist, dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Für junge Menschen haben wir ganz konkret in diesem Jahr die Möglichkeit, über das deutsch-US-amerikanische Praktikumsprogramm zu unterstützen. Und zwar bietet das Programm jungen Studierenden und ganz frisch Graduierten die Möglichkeit, ein Stipendium für ein Praktikum in den USA zu erhalten. Mit der Neuausschreibung jetzt im Oktober haben wir dem Programm einen neuen Schwerpunkt gegeben. Das heißt, dieses Stipendienprogramm richtet sich vor allen Dingen an Fachrichtungen, die im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendhilfe stehen oder an Fachrichtungen, die daran angrenzen. Aber es kommen auch Teilnehmende in Frage, die aus anderen Fachrichtungen kommen, sich aber ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe engagieren. Und wir freuen uns sehr, dass wir dadurch hoffentlich einen Beitrag zur Nachwuchsförderung für das Arbeitsfeld leisten können und natürlich auch einen kleinen Beitrag zur Internationalisierung des Arbeitsfeldes, dadurch, dass wir halt jungen Fachkräften die Möglichkeit geben, ein Praktikum in den USA zu absolvieren, was sie vielleicht im Rahmen eines Studiums sonst nicht machen können. Langfristig, wo wollen wir damit hin? Warum machen wir uns die Mühe? Warum machen wir das alles? Möchten wir natürlich einen Beitrag dazu leisten, den transatlantischen Austausch noch etwas zugänglicher zu machen, sowohl auf Ebene der jungen Menschen als auch auf Fachkräfteebene und gemeinsam im Austausch mit Ihnen und natürlich perspektivisch im Austausch mit den USA. Und auch das erwähnte Daniel Polje vorhin schon mal, und ich glaube, man kann das nicht genug unterstreichen, auch nochmal Schwerpunkte und Themen identifizieren, Standards setzen und den zukünftigen transatlantischen Austausch gemeinsam mit Ihnen aktiv mitgestalten. Und das sind die Dinge, mit denen wir uns im Team beschäftigen. Das ist das, wo wir hinwollen. Und Sie werden jetzt gleich auch unser ganzes Team noch einmal sehen. Wir freuen uns sehr, dass das Ministerium uns damit beauftragt hat, unsere Ideen aus der Theorie in die Praxis zu heben. Unser komplettes Team, das ist einmal Julia Weber, das sind Katrin Piesche und das sind Nathalie Petaller-Weber. Also, dass Sie nicht nur die Namen mal gehört haben, sondern dass Sie jetzt gleich auch mal die Gesichter dazu gesehen haben. Sie kennen uns jetzt, Sie wissen, wer wir sind. Wir möchten heute mit Ihnen, was ja Sharon Maple sagt, ist auch in einer Art Auftaktveranstaltung in Kontakt kommen. Wir hoffen, dass Sie Blut lecken für den transatlantischen Jugendaustausch, für die internationale Jugendarbeit. Und wir möchten mit Ihnen auch in Verbindung bleiben. Das heißt, Sie wissen jetzt, wer wir sind. Sie wissen, wo Sie uns finden. Und wir freuen uns, wenn Sie auf uns zukommen, egal was für Anliegen oder Fragen Sie haben. Da ist noch mal das noch die letzte Kollegin, Katrin Piesche. Sie ist heute auch Ihre Technikbeauftragte. Genau, lassen Sie uns im Gespräch bleiben. Wir möchten für Sie arbeiten. Das heißt, Anregungen nehmen wir jederzeit gerne entgegen. Und hier mache ich jetzt einen Punkt. Bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mir zugehört haben. Und ich freue mich darauf, auf alle Gespräche, die wir jetzt zukünftig noch miteinander führen. Vielen herzlichen Dank. Ja, was hat man noch gelernt in den digitalen Zeiten, so den digitalen Applaus, auch in der Gebärdensprache tätig? Also vielen Dank, Frau Neu, für diesen Einblick. Und ich bin mir sicher, Sie könnten natürlich noch viel, viel mehr über das Projekt erzählen. Aber wie Sie auch gerade gesagt haben, das ist jetzt heute der Einstieg in das Thema. Und da ich sehr gerne bei Veranstaltungen auch gerne mehr zum Publikum, zum Plenum weiß, an der Stelle direkt die erste Beteiligung. Und zwar möchte ich gerne von Ihnen wissen, warum sind Sie heute hier? Was war für Sie heute der Impuls zu sagen, ich möchte hier mitmachen? Das kann sein, weil Sie in einer Organisation, in einem Verband tätig sind und dort also beruflicher Natur, kann aber auch privater Natur sein.
nach Möglichkeit in einem Stichwort und das Ganze einmal kurz im Chat posten. Ich bin mir bewusst, bei 78 Personen, das ist ein bisschen viel, aber dennoch ist es mir wichtig, auch mehr mit Ihnen in den Austausch zu kommen. Deswegen die Bitte, schreiben Sie ganz gerne kurz in den Chat in einem prägnanten Wort, idealerweise oder in zweien, aber dann wirklich kurz. Warum sind Sie heute hier? Was hat Sie bewegt, heute zu diesem Fachtag sich anzumelden und hier zu sein? Ich sehe schon die ersten geplante Projekte realisieren, eine FSJ-Projektreise oder auch zum Beispiel eine Person, die selbst Jugendbegegnungen organisiert, also auch direkt Berührungspunkte, Informationen über das Programm grundsätzlich, interkulturelle SchülerInnen und Jugendprojekte. Das ist wunderbar. Ich möchte tatsächlich einmal ganz kurz die Möglichkeit nutzen, da einzelne rauszunehmen, dass auch Sie einmal kurz gerne scrollen können, wenn Sie es gepostet haben. Was für Menschen sind denn heute hier dabei? Ich hatte schon anfangs gesagt, dass sich Menschen angemeldet haben, die vielleicht noch gar nicht so den Berührungspunkt haben, während andere sie bereits schon total in dem Thema unterwegs sind. Und deswegen finde ich das immer gut, einmal zu schauen, wer ist denn heute hier und warum sind sie heute hier? SchülerInnen-Programme organisieren, SchülerInnen-Austausche in die USA, Kinder- und Jugendbildungsreferent, Gastgeberprinzip, über Sportaustausch erfahren, Workcamps, genau dazu gibt es später ja den Workshop, Informationen grundsätzlich sammeln, Ideen, Kontakte, auch das soll heute durchaus möglich sein. USA wichtigster Partner lese ich einmal und ganz viel auch Infos. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Heute, wie gesagt, soll es auch darum gehen, dass wir nicht nur Sie mit Informationen beladen in dem digitalen Rucksack, sondern gleichzeitig auch mit Ihnen in den Austausch gelangen. Sie können es schon lesen. Wir möchten sehr herzlich Herrn Nathan Cooper als stellvertretenden Kulturattaché der US-Botschaft Berlin begrüßen und ihn auf unsere digitale Bühne mit dazu holen. Schön, dass Sie da sind. Sie werden genau gleich gepinnt. Das ist ja hier unsere Ansicht für unsere digitale Bühne. Da warte ich noch einmal einen Augenblick kurz. Genau, ja, schön Sie zu sehen, schön, dass Sie da sind. Meine erste Frage ist natürlich, für Menschen, die sich mit Botschaften grundsätzlich noch nicht auskennen, was macht man denn als Kulturattaché oder stellvertretender Kulturattaché in einer US-Botschaft? Mögen Sie uns vielleicht ja kurz sich einmal vorstellen und einen Einblick geben, was Sie dort Spannendes machen? Hallo. Hi. Können Sie alle mich hören? Ja, okay, gut. Ich bin Nathan Cooper aus der amerikanischen Botschaft. Ich bin seit September 2021 stellvertretender Kulturattaché hier in Berlin. Ich bin Diplomat im US-Außenministerium mit Spezialisierung auf öffentliche Angelegenheiten, Presse und Kultur. Und meine bisherigen Stationen sind Wien, Peking, Kabul in Afghanistan, Washington, New York und Paris. Aber ich freue mich am meisten wirklich hier in Deutschland zu sein, weil ich in Berlin ein Student auch war. So es ist toll, hier zurück zu sein. Ich kann ein bisschen weitergehen mit einer Vorstellung von was wir unsere Arbeit hier in der Botschaft und US-Prioritäten im Jugendaustausch zu verstehen, es ist hilfreich vielleicht etwas über unsere Mission in Deutschland allgemein zu wissen. Und wir sind ein Team von über 1000 amerikanischen und deutschen Kollegen, die Interessen der USA nicht nur an unserer Botschaft in Berlin, sondern in 5 Konsulaten in ganz Deutschland vertreten, zum Beispiel in Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig. Und alle unsere Abteilungen, egal ob sie auf politische Beziehungen, militärische Zusammenarbeit, Agrarpolitik oder Einwanderungsfragen konzentrieren, haben alle das gleiche Ziel,
die Stärkung der transatlantischen Beziehungen, um Frieden und Wohlstand für alle zu gewährleisten. Und Public Diplomacy, wo ich arbeite, engagiert Deutsche direkt, um amerikanische Politik, Werte, Kultur und so weiter zu erklären, um guten Willen und gegenseitiges Verständnis aufzubauen. Wir tun dies durch eher traditionelle Pressearbeit, Gespräche mit Journalisten und die Kommunikation unserer Prioritäten auf sozialen Medien, zum Beispiel auf Twitter. Wir tun dies auch durch Austausch, indem wir Zehntausende von Studenten, Wissenschaftlern, zukünftigen Führungskräften und jungen Berufstätigen über den Atlantik bringen, schaffen wir eine Grundlage für das gegenseitige Verständnis als Menschen und als Nationen. Allein in diesem Jahr nehmen über 11.000 Menschen an einem unserer Austauschprogramme teil. Und dadurch werden sie zu inoffiziellen Botschaftern mit jenem Wissen und internationalem Bewusstsein, das für eine erfolgreiche deutsch-amerikanische Partnerschaft ganz wichtig ist. Ja, vielleicht lasse ich das soweit. Ja, vielen Dank. Also wir sehen auf jeden Fall, dass Sie Expertise in dem Gebiet auf jeden Fall mitbringen. Und wir wollen uns ja jetzt mit den aktuellen Entwicklungen, mit Themen und Perspektiven im transatlantischen Jugendaustausch auseinandersetzen, da nochmal einen Blick drauf werfen. Und von daher freue ich mich, noch mehr von Ihnen zu dem Thema zu erfahren, nochmal als kleinen Impuls, bevor wir dann gleich in der weiteren Runde noch mal weitere Blitzlichter hören. Von daher vielen Dank, dass Sie mehr uns über die Botschaft, über die US-Botschaft erklärt haben. Und ja, ich bin sehr gespannt, da noch mehr zu dem Thema von Ihnen zu erfahren. Vielen Dank. Danke, Sharon. Also von meiner Perspektive, ich bin eher neu in diese Rolle, aber ich finde, es gibt viele verschiedene Herausforderungen und auch Chancen. Und ich könnte vielleicht ein bisschen zu beide von diesen Aspekten ein bisschen sprechen. Vielleicht beginnen wir dann mit ein paar so Herausforderungen oder schwierige Aspekten von unserer Arbeit. Also erstens, wir sind in dieser neuen Phase von Covid und es ist uns unbestreitbar auf alle Seiten immer noch schwierig, einen Austausch zu implementieren. Es gibt darum viele Fragen. Also haben die Menschen den Willen, überhaupt zu reisen jetzt? Ist es sicher und praktisch überhaupt für sie, das zu tun? Also das ist, und die Antworten zu dieser Frage sind jeden Tag ein bisschen anders. So, wir müssen immer noch ziemlich flexibel damit sein. Ist es auch eine sehr, sehr komplizierte Frage, ob die tausende Gastfamilien noch in der Lage sind, diese Studierende in ihrem Zuhause zu haben. Also das ist auch nicht eine einfache Frage. Und ich weiß schon, dass viele von unseren Partners sehr stark auf diese Aspekte unserer Arbeit arbeiten. Ja, also diese Fragen sind aktiv und aktuell und unsere Teams arbeiten daran, sie in Echtzeit zu beantworten. Und das ist nicht immer einfach, aber wir finden unseren Weg. Noch ein schwieriger Aspekt von unserer Arbeit jetzt ist, dass wir müssen alle durch die Brille der Nachhaltigkeit betrachten. Und die Frage ist, also können wir es rechtfertigen, Teilnehmer für kurze Zeit, um die Welt zu fliegen? Und dies ist eine Frage von wachsender Bedeutung und wird wahrscheinlich unsere Arbeit beeinflussen, weil die Klimawandelkrise ist auch eine sehr hohe Priorität für unsere Regierung und ich glaube also an beider Seite der Atlantik und wir müssen so das nicht auch im Kontext von Austausch ignorieren. Aber es gibt auch viele tolle Chancen und Möglichkeiten jetzt in unserer Arbeit. Ein Aspekt, dass ich super spannend finde, ist, dass noch nie lag in unserer Organisation, also das State Department, ein größerer Fokus auf den Grundsätzen von Vielfalt und Inklusion. Und mit dieser neuen Priorität unserer Führung haben wir die Chance, unsere Programme
umzugestalten und das gesamte Spektrum der Gesellschaft in unseren Austausch einzubeziehen, was ich super toll finde. Und dies in die Tat umzusetzen, erfordert Engagement und Arbeit. Aber ich kann mich mit Zuversicht sagen, dass unser gesamtes Team in der Botschaft und im gesamten Außenministerium es ernst meint, dies zu erreichen. Also das finde ich eine tolle Gelegenheit jetzt in unserer Arbeit. Ja, und ich denke auch, dass eine Chance, die sich aus der Pandemie ergeben hat, das neue Werkzeug der virtuellen Kommunikation ist. Als die einzige Möglichkeit, die wir hatten, virtuell war, war das natürlich problematisch und langweilig. Aber jetzt, da es einfach ein weiteres Tool ist, das wir haben, denke ich, dass es unsere Arbeitsweise wirklich bereichern wird. Und je besser die technologischen Werkzeuge werden, desto besser wird es. So. Also ich habe schon eine ganze Weile darüber gesprochen. Zurück auf dich gehen, Sharon. Vielen, vielen Dank. Wir kommen ja auch direkt gleich nochmal zu zwei konkreten Nachfragen, die du oder die Sie direkt angeteasert haben. Und ja, an der Stelle einfach direkt ein kurzer Cut und direkt die Überleitung zu dem nächsten Tagesordnungspunkt, wo wir gleich weitermachen. In diesem Sinne, Film ab. Also, Herr Cooper, wir haben jetzt ja gerade schon einen ersten Einblick gehört und wollen direkt gleich weitermachen mit dem gemeinsamen Podiumsgespräch. Kurz bevor ich Ihnen die beiden Fragen stelle, noch kurz zur Erläuterung, was soll jetzt genau passieren? Sie werden jetzt unsere ganzen GesprächsgästInnen auf unserer digitalen Bühne sehen. Und zwar Herr Nathan Cooper, Herr Dr. Fabrizio Michalizzi, Frau Annette Fuchs, Herr Knut Möller und Frau Katja Griesen. Sie werden jetzt alle auf der digitalen Bühne sehen. Schön, dass Sie alle da sind. Und wir wollen verschiedene Perspektiven von Ihnen hören. Und dafür haben wir Fragen vorbereitet und so ein bisschen ein kurzes Blitzlicht. Ich werde tatsächlich mit einem digitalen Wecker agieren, weil wir wirklich kurz und knapp von Ihnen eine Antwort hören möchten und dann im Anschluss noch genug Zeit haben für Fragen von Ihnen aus dem Plenum. Wenn Sie tatsächlich schon Fragen oder nochmal eine Anmerkung haben, sind Sie herzlich eingeladen, diese im Chat zu posten und wir schauen, je nachdem, wie viel Zeit am Ende da übrig ist, dass wir möglichst viele Fragen beantworten. So viel erstmal dazu und nun direkt, Herr Cooper, direkt wieder an Sie. Im Grunde genommen haben Sie ja schon darüber gesprochen, aber ich möchte Sie gerne trotzdem noch mal bitten, warum meinen Sie, ist gerade der deutsch-US-amerikanische Jugendaustausch auch für die USA relevant? Sie haben schon so in die Richtung erzählt, aber warum meinen Sie noch mal, ist das relevant für die USA? Ja, danke für diese interessante Frage, Sharon. Angesichts der globalen Herausforderungen, von denen wir stehen, also vom russischen Angriff auf die Ukraine bis hin zur Bedrohung durch den Klimawandel, ja, ist die transatlantische Partnerschaft für unseren Erfolg absolut unerlässlich. Und der Austausch ist die Grundlage aller wesentlichen Kooperationen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Ja, so kurz gesagt, ist es einfach ganz wichtig. Und welche Bemühungen stellt die US-Botschaft in Berlin an, um zukünftig noch mehr jungen Menschen in Deutschland und den USA eine transatlantische Auslandserfahrung zu ermöglichen? Also über neue Initiativen kann ich nicht heute in Detail sprechen, aber ich kann sagen, dass sich unsere Verwaltung mehr denn je für die Arbeit der öffentlich engagiert und für 2023 soll das Budget des Außenministeriums gegenüber 2021 um 14% steigen, sodass wir mehr Ressourcen für unsere Austauschprogramme haben werden.
Ja, das war tatsächlich kurz und knapp. Herzlichen Dank dafür. Dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Person und schauen dann einfach, was im Chat nochmal für Fragen kommen, und vielleicht hören wir uns gleich nochmal. Vielen Dank. Als nächstes möchte ich gerne Herrn Dr. Fabrizio Michalizzi begrüßen. Er ist persönlicher Referent des Koordinators für die transatlantische Zusammenarbeit, Michael Link, MdB beim Auswärtigen Amt. Schön, dass Sie hier sind. Und ich würde direkt mit der ersten Frage beginnen und Sie fragen wollen: Die Bundesregierung möchte den zivilgesellschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und den USA ja intensivieren. Was meinen Sie, welche Rolle kommt dabei dem Jugendaustausch zu und ja, wo soll die Reise hingehen? Ja, erstmal einen recht herzlichen Gruß aus Münster, von wo aus ich mich zugeschaltet habe. Ich komme gerade aus anderthalb Tagen Deutsch-Amerikanischen Zukunftsforum. Das ist auch ein neues Format, das genau dafür da ist, nämlich den zivilgesellschaftlichen Austausch zu verstärken, intergenerationell und innovativ. Wir hatten über einen Tag lang jetzt Gespräche zum Thema, wie machen wir unsere Demokratie wetterfest im digitalen Zeitalter. Annalena Baerbock und Secretary of State Blinken waren jetzt auch gerade eben da, haben eine Stunde mit den Teilnehmern gesprochen, bevor es jetzt zu G7 weiterging. Das sozusagen vielleicht nur als Einstieg und um auch ganz konkret zu zeigen, dass die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, aber auch die anderen Ressorts bemüht sind, den Austausch zu intensivieren. Und der Jugendaustausch, das ist ja in Deutschland eine relativ technische Angelegenheit. Schüleraustausch, Jugendaustausch, eigentlich die gleichen Personen, bloß als Schüler sind die Länder zuständig und die Kultusministerkonferenz. Wenn es sozusagen um die Freizeit dieser Schüler geht, dann das Familienministerium. Wir im Auswärtigen Amt haben dann auch noch vor allem dann den akademischen Austausch im Blick, das Thema auch Azubi-Austausch. Und egal, wie man das jetzt sozusagen von den Kompetenzen her aufteilt, ist es uns allen zusammen wichtig, dass wir den Austausch an neue Zielgruppen bringen. Und zwar an Menschen, die nicht diesen Reflex haben, ja, ich gehe jetzt in die USA, weil vielleicht meine Eltern das schon gemacht haben oder weil ich es mir leisten kann, sondern wir wollen es dorthin bringen, wo wir neue Zielgruppen erreichen. Das ist in den USA zum Beispiel in historically black colleges, um eine Sache zu sagen. Und in Deutschland würden wir uns natürlich freuen, wenn auch noch mehr Austausch Schüler, Jugendliche aus Ostdeutschland, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, sich für Programme interessieren würden. Insofern ist der Jugendaustausch ein wichtiger Teil. Sozusagen das, was man als Schüler, als Jugendlicher erlebt im People-to-People-Austausch, ist eine prägende Erfahrung. Das kann das Leben verändern, die Sicht auf die Dinge. Und vor allem, das kann dauerhaft Freundschaft anlegen. Und deswegen ist uns das sehr wichtig. Vielen Dank. Ja, ich finde es auch immer spannend, wo die Menschen sich gerade befinden. Auch Online-Veranstaltungen machen das möglich. Von daher schön, dass Sie sich direkt so zugeschaltet haben. Meine zweite Frage an Sie: Wie haben sich die Narrative für den transatlantischen Austausch für heutige Generationen verändert? Was meinen Sie? Ja, also ich bilde mir da so meine eigene Meinung drüber. Da wäre es fast interessanter, einmal in die ganze Runde zu fragen, weil Sie ja die praktische Perspektive kennen. Sie arbeiten jeden Tag mit Jugendlichen zusammen und sind viel näher dran, als wir das sozusagen aus der Ministerialseite sind. Wir haben natürlich jetzt ein paar Jahre lang gedacht, das Thema Frieden und Freiheit in Deutschland und Europa und sozusagen die amerikanische Garantie dafür, das sei so ein bisschen altmodisch geworden und das würde nicht mehr so verfangen. Durch den 24. Februar und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehe ich davon aus, dass es auch für dieses Motiv vielleicht eine Renaissance gibt. Das ist wahrscheinlich noch zu früh zu sagen, aber es ist zumindest nicht so abgemeldet, wie man es noch vor einem Jahr gedacht hat. Im Grundsatz ist, glaube ich, das Wichtigste einfach die Neugier, die junge Menschen haben. Daran muss man anknüpfen und man muss sie mit einer Sprache und mit Themen abholen, die sie interessieren, die sie bewegen. Thema Digitalisierung haben wir jetzt hier in Münster besprochen. Das gilt natürlich auch für das Thema Klima und man könnte da viele mehr auch nennen. Wir müssen die Jugendlichen dort abholen, wo sie sind. Und da bin ich sozusagen, und das wäre die Aufforderung jetzt auch an die Runde, und wenn Sie danach Erkenntnisse haben, teilen Sie die gerne mit unserem Büro. Nathan ist bestimmt auch happy, sozusagen da einen Impuls zu kriegen. Das
ist für uns total spannend, aus der Praxis zu hören, was funktioniert, wo ist Begeisterung da. Und dann sind wir sicherlich bereit, das auch in unserem Programm entsprechend zu berücksichtigen. Herzlichen Dank Ihnen und wie Sie schon gesagt haben, dass wir werden im Austausch bleiben und wir sind natürlich auch gespannt, was vielleicht noch im Chat parallel für Fragen kommen. Also sehr gerne, falls Sie schon direkt dazu einen Impuls oder eine Frage haben, dürfen Sie sehr gerne diese schon im Chat posten. Während wir direkt weitergehen zu Frau Annette Fuchs. Sie ist Leiterin der Kolping Jugendgemeinschaftsdienste, quasi als ausführender Träger und Geschäftsführerin von der BISD, von der Bundesarbeitsgemeinschaft Internationale Soziale Dienste. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Ja, es geht rasant weiter. Ich starte direkt mit der Frage an Sie. Und zwar führen die Kolping Jugendgemeinschaftsdienste ja seit über 20 Jahren sogenannte Workcamps in den USA durch. Und ja, meine Frage ist, was sind besondere Kennzeichen der Zusammenarbeit mit den USA beziehungsweise der Arbeit vor Ort im Vergleich zur Zusammenarbeit mit anderen Ländern beispielsweise? Im Vergleich zu anderen Ländern ist der Lebensstandard in den USA natürlich sehr hoch. Also wir bieten hauptsächlich Workcamps im globalen Süden an. Dann ist die Kultur der unseren sehr, sehr ähnlich. Was es besonders macht, ist, dass das Sozialsystem schon sehr anders gestaltet ist und dass der soziale Abstieg sehr schnell gehen kann. Und wir haben Projekte in Obdachloseneinrichtungen, wo unsere Teilnehmenden Mahlzeiten für Obdachlose vorbereiten und ausgeben und sich auch sonst versuchen, sich mit denen zu unterhalten, zu beschäftigen, ihnen Mut zuzusprechen. Und ja, das ist schon interessant für junge Deutsche zu sehen, wie schnell ein sozialer Abstieg gehen kann und auch in allen Altersgruppen. Also das sind zum Beispiel ja, junge Menschen, die vor einigen Jahren noch selber in dem Zentrum ehrenamtlich gearbeitet haben, können auf einmal selber obdachlos geworden sein. Und jetzt in der Pandemie hat es sich die Lage ja natürlich noch mehr verschärft. Und ja, also das ist sehr interessant. Und unser Ziel ist ja der interkulturelle Austausch. Das heißt, die Arbeit ist Mittel zum Zweck. Und wir versuchen halt mit den Teilnehmenden darüber zu sprechen, Hintergründe zu aufzudecken oder zu erläutern und versuchen, uns in die Denkweise der Amerikaner einzudenken, sozusagen. Ja, vielen Dank für den Einblick und auch eine sehr wichtige Thematik. Häufig ja auch, wenn man selbst gar keinen Berührungspunkt dazu hat, sich gar nicht damit beschäftigt und sobald dann im eigenen Umfeld oder so, wie Sie meinten, das sehr, sehr schnell gehen kann, beispielsweise auch im Zuge der Pandemie hat man das gemerkt. Ja, meine zweite Frage bezieht sich darauf, bietet hoher Stellenwert von freiwilligen Arbeit in den USA Potenzial für mehr transatlantische Freiwilligendienste und Workcamps? Und was muss passieren, damit das Potenzial ausgeschöpft werden kann? Also Potenzial ist auf jeden Fall da. Es ist Interesse von jungen Menschen in Deutschland an amerikanischen Projekten da. Was für uns die Schwierigkeiten sind, sind im Moment die exorbitant hohen Preise, also die Flugpreise. Wir haben 14 Cent pro Kilometer Luftlinie One-Way bezahlt. 8 Cent werden nur gefördert vom Ministerium. Dann die Unterkunftsverpflegungspreise sind extrem hoch, die Transportpreise innerhalb des Landes sind hoch. Also es ist schwierig auf allen Ebenen und junge Menschen können halt nur begrenzt ja, für ein Workcamp bezahlen. Und da versuchen wir es möglich zu machen, wo es geht, aber uns sind natürlich auch die Hände gebunden. Irgendwo gibt es halt eine Grenze und ja, die ist in diesem Jahr eigentlich quasi erreicht gewesen. Wir haben es trotzdem durchgeführt und haben die Differenz dann selber bezahlt, aber das geht auf Dauer nicht. Und das ist ein großes Problem für uns gerade. Wir wissen eigentlich nicht, wie es weitergehen kann in finanzieller Hinsicht. Ein anderer Aspekt ist, durch die Corona-Pandemie sind junge Menschen in Deutschland auch
so ein bisschen ängstlicher geworden. Natürlich wollen alle reisen, aber alle erwarten irgendwie von der Organisation, dass wir die sicherste Reise überhaupt da liefern können. Und allein wenn es darum geht, durch einen schwierigen Bezirk mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren in Los Angeles, ja, ist das schon ein Problem, was junge deutsche Leute nicht mehr machen wollen, was früher nie ein Problem war. So, und so geht das dann weiter. Ne? Ein anderer Aspekt ist, wie Herr Cooper schon sagte, die Flugreise. Hier kann man natürlich kompensieren. Das kostet aber wieder. Die Kosten können wir zumindest bisher nicht abrechnen. Ja, es gibt das Flight-Shaming, also junge Menschen wollen nicht mehr unbedingt fliegen, aber einerseits, andererseits wollen sie die Welt entdecken. Also es ist so ein bisschen, sie sind da selber hin und her gerissen und wir sind irgendwie mittendrin. Ja, so gibt es viele Stolpersteine im Moment, will ich sie nennen, die wir zu meistern haben, aber Potenzial ist auf jeden Fall da. Vielen Dank, Frau Fuchs, für den Einblick. Und ja, wie der Titel ja unseres Topics heißt, also es soll ja um verschiedene Perspektiven gehen. Von daher vielen Dank, dass Sie diese auch mit uns geteilt haben und aufgezeigt haben. Gerne. Parallel gab es im Chat schon die erste Frage. Also wenn Sie auch Fragen haben, dann posten Sie diese sehr gerne schon mal im Chat. Wir sammeln die gerade. Und nachdem wir eine erste Blitzrichtrunde mit unseren PodiumsgästInnen gemacht haben, kommen wir dann direkt zu den Fragen. Also, dass Sie wissen, diese Fragen werden auf jeden Fall gelesen und gehört. Und wir kommen gleich direkt dazu. Nun möchte ich gerne Herrn Knut Möller auf unserer digitalen Bühne begrüßen. Er ist Geschäftsführer von YFU, von dem Deutschen Youth for Understanding Committee e.V. Er ist bei AJA, dem Arbeitskreis Gemeinnütziger Jugendaustausch, und auch Teilnehmer bzw. koordiniert den Runden Tisch USA. Da kommen wir direkt dazu. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Grüße aus Hamburg. Sie koordinieren ja mit Frau Knabe den sogenannten Runden Tisch USA. Ja, direkt die Frage, was hat es mit diesem Treffen auf sich? Das klingt ja total spannend, runder Tisch. Was ist das Ganze und welche Stakeholder sind dort vertreten und warum kommen Sie zum Austausch zusammen? Der runde Tisch, den gibt es schon sehr lange. Dort treffen sich Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen, die an der deutsch-US-amerikanischen Beziehung interessiert sind und aktiv sind. Den gibt es seit Jahrzehnten, den runden Tisch. Das ist aber eine Einrichtung, die mehr nach innen wirkt. Das ist ein informelles Treffen. Da gibt es keine Strukturen, keine Sprecher oder Sprecherin. Ich bin da auch nicht der Sprecher des runden Tisches. Man einigt sich im Kreis derer, die sich dort treffen, wer die nächsten Sitzungen vorbereitet. Und das ist meine Rolle jetzt für die nächste Sitzung als jemand, der hilft bei der Vorbereitung des nächsten Treffens. Wir profitieren davon, dass wir uns austauschen. Das ist die Funktion des runden Tisches. Aber der ist relativ unbekannt. Das wäre eine Frage, ob man das ändern sollte, weil es eigentlich eine interessante Runde ist. Aber er hat keine Strukturen, keine institutionellen Strukturen und wirkt nicht nach außen. Direkt als kurze Rückfrage, wie groß ist denn, wie viele Menschen sind bei so einer Sitzung dann beispielsweise dabei? So eine Zahl? Ungefähr? 20 bis Mitte 30. Gegenwärtig, also an der nächsten Sitzung gibt es ein größeres Interesse. Da ist Herr Michalizzi ja auch beteiligt, weil das Auswärtige Amt der Gastgeber des Runden Tisches oder des Treffens des Runden Tisches sein wird. Ich glaube, dass das Interesse an dem nächsten Treffen nicht nur größer ist als sonst, weil das im Auswärtigen Amt stattfindet, was natürlich ein attraktiver Tagungsort ist, sondern weil die politische Situation im Moment so ist. Wir sind in eine neue Phase eingetreten. Es gab eine große Verunsicherung während der Regierungszeit der Trump-Administration. Jetzt die neue, nach der Wahl, nach der Präsidentschaft von Biden, gibt es ein neues Interesse an die deutsch-amerikanischen Beziehungen, insbesondere auch natürlich durch den Krieg in der Ukraine. Da gibt es ein größeres Interesse an die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Darauf führe ich auch die Bemühungen um die Gründung eines deutsch-amerikanischen Jugendwerkes zurück. Ich rechne damit, dass der runde Tisch USA auf größeres Interesse treffen wird, vor allem auch inhaltlich, politisch. Sie hatten gerade schon Themen angedeutet. Wenn Sie jetzt so an der Hand abzählen müssten, welche Themen, würden Sie sagen, stechen besonders heraus? Sie hatten jetzt gerade schon welche angeteasert. Gibt es noch weitere Themen, die in der Gesprächsrunde großer Bestandteil sind?
die beiden, die von Herrn Cooper und Herrn Michalizzi schon angesprochen wurden. Erstens die Frage der Verteidigung der Demokratie, die sich in beiden Ländern stellt, die sich in Europa und in Amerika und auch in den Vereinigten Staaten von Amerika stellt. Wie gehen wir damit um im Hinblick auf Austauschprogramme? Und das, was Herr Michalizzi angesprochen hat, da gab es ja auch schon die Frage, Einbeziehung von Gruppen in Austauschprogramme, die bisher nicht daran beteiligt sind. Also Ostdeutschland hat Herr Michalizzi genannt, aber es sind Zielgruppen, die schwierig zu bezeichnen sind, wenn man es politisch korrekt machen will, benachteiligte Jugendliche aus bildungsfernen Familien, aus Familien mit weniger Kapital, sozialem und ökonomischem Kapital. Und da gibt es den interessanten Zusammenhang, dass diese Zielgruppen, die bisher nicht beteiligt sind an Austauschprogrammen generell und an Austauschprogrammen mit den USA, sind aber insbesondere an Austauschprogrammen mit den USA interessiert. Also wir haben die Chance, sie einzubeziehen. Natürlich gibt es da das Problem, das zu finanzieren. Das ist ja auch schon angesprochen worden. Aber gerade deshalb begrüße ich die Gründung die Bemühungen um eine Gründung eines Jugendwerkes. Da werden wir ja noch darauf zu sprechen kommen. Ja, vielen Dank, Herr Möller. Ja, ich finde es auch super gut, dass auch Menschen, die jetzt zum Beispiel von diesem runden Tisch noch nicht gehört haben, so die Möglichkeit haben und wissen, dass sie gegebenenfalls ihnen nochmal vielleicht in so einer PN, in so einer Privatnachricht nochmal kurz anschreiben können oder auch hier ja so ein Event für eine Vernetzung möglich ist. Von daher vielen, vielen Dank. Und ich gehe direkt weiter an last but not least, wie man so schön sagt, an Frau Katja Griesen. Sie ist Program Officer Transatlantik Programm beim Aspen Institute, war vor kurzem auch selbst Projektreferentin für Transatlantic Exchange of Civic Educators. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Danke. Ich muss gestehen, ich habe das, glaube ich, gerade abgekürzt, weil Sie, die Bezeichnung ist noch wesentlich länger. Vielleicht können Sie die gerade noch mal ergänzen, damit es korrekt ist. Ja, also ich war vor kurzem auch beim Arbeitskreis Deutsche Bildungsstätten, um das Projekt Transatlantic Exchange of Civic Educators mit meinem Kollegen Georg Pirker, der auch hier ist heute. Wir haben das zusammengeleitet. Ja. Vielen Dank. Ja, ich habe eine bisschen längere Frage an Sie, aber ich denke, dass sie auf jeden Fall Potenzial bietet, da auf jeden Fall viel zu erzählen. Und zwar die Organisation eines transatlantischen Fachkräfteprogramms geht ja auch mit viel Planungsaufwand einher. Und der nonformale Bildungsbereich ist in Deutschland stark aufgestellt. Und ja, im Vergleich im Grunde genommen in den USA spielt er ja eher nicht so eine dominante Rolle. Auf welche Herausforderungen sind Sie vor diesem Hintergrund bei Ihren Vorbereitungen gestoßen und wie hat sich das am Ende auf die Begegnung ausgewirkt? Vielleicht möchten Sie uns da einen kleinen Einblick geben. Ja, auf jeden Fall. Also wie Sie sagten, das Projekt ging um außerschulische Bildung. Also es war für außerschulische politische BildnerInnen in Deutschland und den USA gemeint. Und das hat uns ja viele Herausforderungen mit sich gebracht, aber auch Chancen ermöglicht. Ich glaube, Sie haben schon die Strukturen angedeutet. Also das war natürlich eine Schwierigkeit, besonders am Anfang, einfach zu identifizieren, wer geeignete Partner auf der US-Seite wären. Weil in Deutschland sehen wir eine sehr definierte Arbeitswelt von außerschulischen Bildung und das ist nicht der Fall in den USA. Aber natürlich gibt es viele Organisationen, die ähnliche Ziele haben, die mit ähnlichen Zielgruppen arbeiten auf der US-Seite. Also wir mussten da ein bisschen Fantasie mit uns bringen, um einfach eine vielleicht breitere Idee von was Jugendarbeit ist, was außerschulische politische Bildung ist und sein kann. Und das war natürlich eine Herausforderung. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass vielleicht die Partnerfindung auch ein bisschen intensiver sein kann außerhalb der europäischen Raum. Aber es bringt auch Vorteile damit. Ich würde sagen, dass natürlich, wenn man so unterschiedliche Strukturen ansieht, gibt es auch viel daraus zu lernen, einfach über den Tellerrand zu schauen, neue Ideen,
anzuschauen. Und ich glaube, unsere eigene, vielleicht am wichtigsten, unsere eigene Perspektiven zu hinterfragen oder Strukturen. Für die Amerikaner zum Beispiel war es auch wichtig, also vielleicht erwarten wir zu viel von der schulischen Bildung zum Beispiel und vielleicht sollten wir mehr in andere Bildungsmöglichkeiten investieren, aber auch für die Deutsche, ich glaube, es gab auch viele Fragen, zum Beispiel sind unsere eigenen Strukturen in Deutschland zu definiert oder gibt es vielleicht zu viele, zu feste Ideen von was die Arbeit ist. Also ja, also kurz gefasst, Uneinigkeiten schaffen auf jeden Fall Herausforderungen, aber vielleicht auch Möglichkeiten. Ja, vielen Dank, Frau Griesen, für den Einblick. Und ja, wie Sie gerade gesehen haben, wir haben versucht, verschiedene Perspektiven einzubringen, damit wir auch einfach jetzt nochmal den Austausch, um den es ja auch heute gehen soll, mit Ihnen nochmal anteasern, dass Sie sagen, hey, hier, da habe ich nochmal eine Frage oder möchte ich gerne nochmal was zu sagen. Und ich habe auch gesehen, dass Sie bereits fleißig im Chat mitgeschrieben haben und würde an der Stelle erstmal mich bedanken für die Blitzlichter und wir machen direkt weiter mit den Fragen, um keine Zeit zu verlieren. Und zwar hatte Herr Kaiser eine Frage im Chat geschrieben und ich möchte ihn gerne bitten, diese kurz nochmal zu stellen in auditiver Form. Genau, für den Hinweis für die Technik, Herr Martin Kaiser, genau. Okay. Jetzt bin ich zu hören. Ne? Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine zweite Frage, wenn ich die dazu stellen darf, sonst stoppen Sie mich. Ne? Die erste Frage, die ich habe, geht an Sie, Herr Michalizzi. Ich bin seit einiger Zeit im deutsch-amerikanischen Jugendaustausch tätig, habe das auch jedes Jahr so gemacht und ich verfolge das mit Interesse, dass Sie sagen, neue Zielgruppen. Da war jetzt eben waren schon mal auch ein paar weitere Hinweise noch darauf. Können Sie dazu auch noch was sagen aus Ihrer Sicht? Welche Zielgruppen haben Sie da im Blick? Sie haben vorhin genannt ostdeutsche Jugendliche, dann wurde von weniger sozial und ökologisch Kapital gesprochen. Was haben Sie noch im Blick da? Welche Zielgruppen? Genau, ich übergebe direkt das Mikrofon weiter, wenn Sie mögen. So, ist das Mikrofon jetzt an? Ja, genau. Herr Kaiser, vielen Dank für die Nachfrage. Genau, Herr Möller hat es eigentlich schon ziemlich gut dargestellt. Und es ist am Ende natürlich auch jetzt ein Prozess, in dem wir uns befinden, wo wir uns auch noch stärker darüber verständigen, wo genau die Prioritäten jetzt politisch sozusagen hingehen sollen. Aber es ist völlig richtig, bildungsferne Schichten, Menschen, die nicht das nötige Kapital haben, um sich für seinen Austausch zu entscheiden. Das ist ganz klar so. Man könnte vielleicht auch noch überlegen, ob Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel noch eine besondere Zielgruppe wären. Ich glaube, da haben wir eigentlich schon eine ganze Reihe an Prioritäten formuliert. Ich nutze jetzt kurz die Gelegenheit, um noch was zu einem Punkt zu sagen, den Herr Möller angesprochen hat, deutsch-amerikanisches Jugendwerk. Ich glaube, dass wir jetzt ein Momentum haben, an dem uns auf beiden Seiten des Atlantiks klar ist, dass diese Partnerschaft, diese Freundschaft essentiell ist und dass wir jetzt irgendwas tun müssen, damit wir eine neue transatlantische Generation schaffen. Also dass sozusagen das, was in der Nachkriegszeit 50 Jahre lang so ungefähr sich entwickelt hat, jetzt im 21. Jahrhundert irgendwie auf neue Füße gestellt wird. Die Frage ist natürlich, müssen wir mit bürokratischen Strukturen sozusagen die Antwort suchen. Das ist natürlich so ein Reflex. Ja, man kennt das deutsch-französische Jugendwerk, das gilt als Erfolgsgeschichte. Aber das Wesentliche ist doch im Kern zu gucken, wie können wir den Austausch intensivieren und was sind dann die Koordinierungsmechanismen oder die Foren, die wir schaffen müssen, damit das einfach einfacher funktioniert zwischen beiden Seiten. Und Sie alle haben Erfahrung mit den Amerikanern. Wenn Sie
ins State Department gehen und Nathan, korrigiere mich, falls ich da falsch liege, aber sozusagen erstmal ein Bürokratiemonster, nenne ich das jetzt mal, in den Raum stellen, dann wird das nicht dazu führen, dass man irgendwie sofort sagt, ja klar, es ist eine super Idee. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eher vom Projekt und vom konkreten Austausch her kommt und argumentiert. Und dafür ist dieser runde Tisch jetzt auch einfach sehr wichtig, den wir da Ende November haben, um einfach stärker im Dialog gemeinsame Ideen zu entwickeln, also mit allen Stakeholdern im Bereich Austausch und dann natürlich auch interministeriell, na, mit BMFSJ, mit BMBF und dem Auswärtigen Amt. Ja, vielen Dank Ihnen beiden. An der Stelle ganz kurz direkt nochmal gefragt, weil im Chat jetzt keine weiteren Fragen kamen, bevor Sie Ihre zweite Frage stellen, Herr Kaiser. Herr Möller meldet sich. Dann bitte Sie und dann danach Herr Kaiser gerne nochmal. Ja, kurze Ergänzung dazu. Es gibt ja schon sehr viele deutsch-amerikanische Initiativen. Und wenn wir jetzt über eine Intensivierung der deutsch-amerikanischen Austauschbeziehungen sprechen, dann sollte man als ersten Schritt mal das aufnehmen, was es gibt. Und da wäre es aus meiner Sicht ein Fehler, wenn man das auf den Jugendaustausch beschränken würde. Es gibt im Schüleraustausch gibt es sehr viele Initiativen. Der pädagogische Austauschdienst macht da etwas. Es gibt im beruflichen Bereich etwas. Der Bundestag führt das parlamentarische Patenschaftsprogramm. Das ist, soweit ich weiß, das größte öffentlich geförderte langfristige Austauschprogramm. Und ich würde jetzt sagen, dass am üppigsten geförderte Austauschprogramm überhaupt. Und wenn man die alle nicht mit einbeziehen würde, dann würde man einen Fehler machen. Und es wäre falsch, dass die Diskussion über die Intensivierung des Jugendaustausches auf den im deutschen Sinne, im engeren deutschen Sinne, Jugendaustausch zu beschränken. Und das ist vorhin ja auch schon angesprochen worden. Ich glaube, Frau Fuchs hat es gesagt, die Strukturen in Deutschland, die sind gut und sehr entwickelt, aber die sind viel zu differenziert und vor allem nicht koordiniert. Das bemängle ich, dass es zu wenig Koordination und Abstimmung zwischen den verschiedenen Bereichen des Austausches gibt. Den Fehler sollten wir nicht machen, wenn wir über die Vorbereitung der Gründung eines Jugendwerkes sprechen. Ich bin genauso kritisch, wie das jetzt auch schon gesagt worden ist, was Jugendwerke betrifft. Vielen Dank, Herr Möller. Es ist auch wichtig, ne, verschiedene Impulse mitzunehmen. Und ja, ich würde tatsächlich die Frage von Herrn Kaiser noch kurz mit reinnehmen und dann geht es direkt schon weiter. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit verrennt. Ich kann an das gut anknüpfen, Herr Möller, was Sie eben gesagt haben. Katja Grieson hat so vorhin in einem Satz gesagt, dass in Deutschland es vielleicht ein bisschen zu genau definiert sei. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann amerikanischen PartnerInnen nur ganz schwer vermitteln, dass bei uns schulische und außerschulische Bildung so streng differenziert abläuft und unterschiedliche Programmabläufe, unterschiedliche Förderungen und so weiter haben. Da ein Stück mehr Flexibilität reinzubringen. Ich weiß, da hängen Bund und Länder mit drin. Das sind unsere Strukturen. Aber ich glaube, das würde sehr belebend sich auswirken. Deshalb Frage an Sie, Herr Möller, an Sie auch, Herr Michalizzi. Sehen Sie da eine Perspektive, dass wir das ein Stück flexibilisieren? Ich habe genügend Dinge, die ich einfach auch berücksichtigen muss. Ein anderes Verständnis von politischer Bildung in den USA, Civic Education, andere Strukturen, in denen PartnerInnen unterwegs sind. Da wäre wirklich eine deutlichere Flexibilität, auch was die Finanzierung anbelangt, angesagt und würde das den Austausch sehr beleben. Also können Sie da in die Richtung was unternehmen vielleicht? Herr Möller, möchten Sie zuerst und ich danach oder soll ich direkt wieder anfangen? Machen Sie bitte, ich habe eben gerade. Okay, alles klar. Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt und genau deswegen ist es wichtig, dass wir wie heute eben in so einem Forum sprechen und dann am 22. November nochmal eine andere Formation. Genau das sind diese Informationen, die wir jetzt irgendwie näher an die Politik bringen müssen. Dass Sie sagen, Flexibilisierung ist wichtig, damit Sie Ihre Programme besser gestalten werden, das ist ein Punkt, den ich hier gleich notiert habe und den wir jetzt da auch mit einfüttern werden. Sie selbst kennen es aber natürlich aus den unterschiedlichen Kontexten. Deutsche Bürokratie ist jetzt nun nicht immer sehr flexibel. Deswegen möchte ich da die Erwartung auch dämpfen, dass wir da jetzt irgendwie eine Revolution hinkriegen. Aber man muss das immer wieder ansprechen.
und dann Menschen zusammenbringen, Institutionen zusammenbringen, die gemeinsam überlegen, okay, wie können wir jetzt eigentlich da auch bessere Brücken bauen? Ne? Also dass es etwas vielleicht etwas abgeschliffener ist, dass es nicht so kantig ist und dass man am Ende eine Lösung für das Problem findet, ne? Und nicht sozusagen kategorisiert, das geht nicht, weil da passt es nicht rein in das Kästchen und das Kästchen geht es auch nicht. Das wäre so ein Anliegen, das wichtig ist und das sollte eben in so einen Koordinierungsprozess, den wir hoffentlich auf längere Strecke hinkriegen, wie Herr Möller ihn auch eingefordert hat oder sich gewünscht hat, dann irgendwie auf regelmäßiger Basis besprechen können. Vielen Dank, Gesundheit im Hintergrund. Ja, Frau Griesen meldet sich. Wäre es kurz, okay, wenn ich Frau Griesen zwischenschiebe? Ich höre sehr in. Ich wollte nur kurz sagen, ich glaube, die Flexibilisierung ist auch wichtig, um neue Formate zu entwickeln. Wir haben gerade über die logistische Herausforderungen gesprochen, die lange Reisezeiten, die Zeitverschiebungen, die Preise, die hohen Kosten. Also ich glaube, eine Flexibilisierung würde die Träger es ermöglichen, auch neue Formate auszuprobieren. Vielleicht heißt das, dass wir, also ich glaube, im transatlantischen Raum müssen wir ein bisschen rumspielen. Es kann nicht gleich so aussehen, wie zum Beispiel europäische Austauschprojekte aussehen. Und da müssten wir auch in der Förderung Flexibilität schaffen. Das wollte ich noch sagen. Vielen Dank. Herr Möller, hatten Sie noch weitere Punkte? Nein? Dann Herr Poli sehr gerne noch kurz. Dankeschön. Ich stimme dem Malen zu. Ich würde nur noch einmal hervorheben, wir haben ja jetzt auch mal unabhängig von Jugendwerk oder nicht auch neue Möglichkeiten dadurch, dass das eben in den Blickfeld geraten ist. Zum Beispiel, was wir vorhin schon angedeutet haben, dass es eben ein Sonderprogramm gibt. Also es gibt auch Geld sozusagen, mehr Geld jetzt auch im KJP genau für den transatlantischen Austausch. Und die Möglichkeiten, die da bestehen, und das ist ja auch ein bisschen unser Auftrag, einfach viel mehr Träger zu motivieren, viel mehr Organisationen zu motivieren, die dann eben auch mit jungen Menschen arbeiten, die vielleicht nicht gut gestellt sind oder die vielleicht bisher solche Erfahrungen nicht gemacht haben. Also es geht eigentlich darum, die ganze Breite der Jugendarbeit und wenn wir das sogar zusammendenken mit den Programmen, die schon existieren im Schüleraustausch und in den anderen Programmen, wahrzunehmen, zusammen nach vorne zu stellen und hier eben Motivationen zu leisten. Also ich glaube, es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten und wir sollten eben schauen, das zu bündeln, gute Beispiele, das ist ja auch das, was wir heute hier machen wollen, voneinander zu lernen und dann eben ganz, ganz viele vielfältige Möglichkeiten bieten. Und noch einmal die Lanze gebrochen für KJP, das ist natürlich eine schöne Sache für alle Träger, dass hier die Möglichkeit ist, quasi eigenständige Formate, eigenständige Partnerschaften aufzubauen, ohne dass sie sozusagen in bestimmten Programmen vorgegeben sind. Und ich glaube, das einfach allen nochmal bewusst zu machen, ist eine wichtige Aufgabe auch von uns. Danke. Vielen Dank, Herr Poli. Ich möchte sehr gerne aufgrund der Zeit noch eine letzte Wortmeldung rannehmen, und zwar den Herrn Tom Kurz von Genau Experiment e.V. Und genau, danach haben wir leider keine Zeit mehr für weitere Impulse und Fragen. Sollten Sie aber dennoch Fragen haben, posten Sie sie im Chat. Wir haben die Möglichkeit, es gibt eine Nachbereitung, auch im Nachgang Fragen, zumindest versuchen wir es bestmöglich zu beantworten. Wir sind ja auch im Kontakt mit den PodiumsgästInnen. Von daher nutzen Sie gerne die Chance und nun sehr gerne an Experiment e.V. Ja, vielen Dank für das Wort. Ich habe einen Kommentar verbunden mit einer Frage. Es klang so verschiedentlich an in den letzten anderthalb Stunden,
dass es auch um ein neues Narrativ irgendwie geht, des Transatlantischen, sicherlich verbunden mit dem 24. Februar der Ukraine-Situation. Aber ich finde schon auch nochmal wichtig, dass wir im Blick behalten, dass trotzdem für die Jugendlichen, also viele von denen nach dem 11. September geboren, nach dem Irakkrieg geboren, zumindest in der intensiven Form, dass ja trotzdem die USA für auf einer kulturellen Ebene immer noch ein Zielland bleiben. Also wenn ich aus dem Schüleraustausch rede, dann reden wir immer noch darüber, Herr Möller, und ich kann da ein Lied von singen, dass wir seit Jahren irgendwie glauben, dass vielleicht andere europäische Länder irgendwie den USA den Rang ablaufen, und es passiert im Stück für Stück, aber wir sind immer noch so, dass die Nachfrage nach einem Auslandsaufenthalt in den USA, zumindest für den langfristigen Schüleraustausch, an erster Linie immer die USA ist. Und ich glaube, dass das nochmal wichtig ist, im Blick zu behalten, dass es da auch eine ganz große gefühlte kulturelle Nähe über Musik, über Sport, über, gucken Sie sich an, wie groß Football mittlerweile in Deutschland ist und geguckt wird. Das sind ja alles nur kleinere Indikatoren dafür, dass eigentlich eine ganz große Verbindung da herrscht. Und ich so manchmal den Eindruck hatte in den letzten Jahren, ja, das ist so ein bisschen selbstverständlich und das passiert einfach. Und wenn wir das einfach weiter mit fördern wollen, da auch auf die Lebensrealität der jungen Menschen irgendwie Rücksicht nehmen müssen, dass die halt auch ein anderes Narrativ brauchen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele spannende Themen. Herr Cooper hat vorhin gesagt, auch dass Klimaschutz in den USA eine Rolle spielt in der momentanen Administration. Und dann wäre jetzt verbunden meine Frage, nachdem ich so viel dazu als Kommentar gesagt habe, inwieweit das auch gesamtheitlich gedacht wird. Ne? Also sonst haben wir häufig so, naja, dann ist das, wir versuchen das alles mit abzubilden. Aber ich glaube, dass gerade auch im Deutsch-Amerikanischen einfach ganz viel außerhalb von, ich sag mal, Organisationen, Jugendverbände und so weiter gelaufen wird, ob es da schon Ideen gibt, das mit einzubinden. Weil offensichtlich ist es ja da, die Verbindung ist da, auch wenn es vielleicht nicht in der Form bis jetzt über den KJP oder andere gefördert worden sind, ob es dazu Ideen gibt. Danke. Vielen Dank. Gibt es konkret eine Person, die intuitiv sagt, ja, da möchte ich direkt drauf antworten? Dann sehr gerne einmal kurz ein Zeichen. Ich sehe Kopfschütteln bei Herrn Michalitzi. Wie schaut es ansonsten aus mit unseren PodiumsgästInnen hier auf der Bühne? Tja, da haben wir sie sprachlos gemacht zum Ende. Also ich bräuchte, also entweder, ja. Ich kann sie jedenfalls nicht beantworten, so viel kann ich sagen. Okay, was machen wir nun? Dann machen wir es so, dass wir das tatsächlich als Denkanstoß mitnehmen und wie vorhin angekündigt, wir dann nochmal drauf zu sprechen kommen und wir Ihnen die Antwort nachliefern. Dann tut mir leid an der Stelle. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Blitzlichter, dass Sie sich den Fragen Antwort gestellt haben. Danke auch fürs Mitmachen an Sie hier im Plenum. Und dann beenden wir an der Stelle bereits die Runde und gehen über zum nächsten Programmpunkt. Ja, neben Motivation und Leidenschaft braucht es für die internationale Jugendarbeit natürlich auch entsprechende Förderung, um aus Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Und mit diesem Sonderprogramm USA stellt das BMFSFJ ja seit 2021 ein Förderinstrument für den transatlantischen Jugend- und Fachkräfteaustausch bereit. Und von daher freuen wir uns jetzt, mehr über das Programm zu erfahren. Und ja, dann Bühne frei, wie man so schön sagt. Ja, vielen Dank, Frau Maple. Genau, ich habe für Sie jetzt noch einige Informationen zum Sonderprogramm zur Förderung des deutsch-US-amerikanischen Jugendaustauschs vorbereitet. Und in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich auch sagen, beginnen wir direkt. Vielleicht erstmal zu den Hintergründen des Sonderprogramms. Seit 2021 hat der Bundestag uns Mittel zur Errichtung eines deutsch-amerikanischen Jugendwerks zur Verfügung gestellt. Auch 2022 stehen entsprechende Mittel zur Verfügung und es ist eine Verstetigung geplant. Mit diesen Mitteln können wir auch vorbereitende Maßnahmen leisten. Das politische Ziel, das dahinter steht, ist, dass wir die deutsch-amerikanische Freundschaft und den bilateralen Jugendaustausch intensivieren
wollen. Und derzeit stehen wir auch mit der amerikanischen Seite in politischen Gesprächen, ob eine solche Struktur, wie wir sie in Deutschland mit den Jugendwerken kennen, auch denkbar ist. Daneben haben wir uns überlegt, dass wir fachpolitisch gerne ein Sonderprogramm auflegen würden, um den deutsch-amerikanischen Jugendaustausch und auch Fachkräfteaustausch anzuregen. Genau. Wie erfolgt die Förderung derzeit? Derzeit fördern wir Maßnahmen zum Jugend- und Fachkräfteaustausch mit der USA analog zu den Richtlinien des Kinder- und Jugendplans des Bundes. Diese Richtlinien dürften vielen von Ihnen bereits bekannt sein. Und geförderte Maßnahmen sind dann insbesondere Jugendbegegnungen zwischen deutschen und amerikanischen Teilnehmern. Diese Jugendbegegnungen beziehen sich auf den durch den Föderalismus auf den außerschulischen Bereich und auch Fachkräftemaßnahmen. Diese sollen der Anbahnung von Kontakten dienen und auch helfen, den Jugendaustausch noch mehr aufzubauen. Ja, ich habe Ihnen hier auch aufgeführt, welche Programmbereiche denkbar sind. Das Ganze ist nicht abschließend, aber denkbar sind zum Beispiel Projekte zur politischen Jugendbildung, aber auch zur kulturellen Jugendbildung. Die sportliche Jugendbildung ist immer ein sehr schönes, niederschwelliges Format, wo eben entsprechende Maßnahmen mit dem amerikanischen Partner durchgeführt werden können. Genau, die verschiedenen Projekte, die Sie dann durchführen, auch Eigeninitiativ, sollen sich natürlich an den Zielen der internationalen Jugendarbeit orientieren. Das heißt, die Begegnungen sollen dienen, ein gegenseitiges Verständnis zu vermitteln, auch zum Austausch anzuregen und eben auch den Jugendlichen interkulturelle Kompetenzen dann zu vermitteln. Ja, wichtig ist, dass im Zentrum wirklich die gemeinsame Aktivität mit dem amerikanischen Partner dann steht. Das heißt, es ist gut, wenn die Maßnahme dann auch direkt gemeinsam mit dem amerikanischen Partner geplant wird und angestrebt werden sollte ein längerfristiger Austausch. Das heißt, es sollte sich jetzt nicht auf eine einmalige Maßnahme beschränken, sondern in den Folgejahren gerne auch der Austausch dann weitergeführt werden. Ja, unsere Maßnahmen folgen dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Das bedeutet, wir streben es an, dass es ein ausgeglichenes Verhältnis an Begegnungen im In- und auch im Ausland gibt. Also, dass man abwechselnd Programme in Deutschland und auch in den USA dann durchführt und auch, dass die Anzahl an Teilnehmenden ausgeglichen ist. In Einzelfällen kann es natürlich begründete Abweichungen geben, aber grundsätzlich sollte hier die Anzahl eben auch ausgeglichen sein. Ja, neben der Durchführung gehört zu so einem Programm auch immer die Vor- und Nachbereitung. Hier sollten bestenfalls die Teilnehmenden auch schon mit einbezogen werden. Bei der Nachbereitung ist das zum Beispiel in einer gemeinsamen Gruppenauswertung denkbar, um einfach die gemeinsamen Erlebnisse nochmal zu sichern. Ja, wie bereits angesprochen, haben wir in Deutschland ja verschiedene Stellen, die Jugendarbeit fördern. Und das BMFSFJ ist für den außerschulischen Jugendbereich tätig. Das heißt, Maßnahmen für schulische Zwecke können leider nicht von uns gefördert werden. Genauso ist es für Studienreisen. Dafür sind wir einfach nicht zuständig. Auch touristische Individualreisen können über das Sonderprogramm nicht gefördert werden und auch Reisen, wo im Kern der sportliche Wettbewerb steht und nicht die Jugendbegegnung als solche, sind nicht förderfähig. Das Ganze ist natürlich auch jetzt nicht abschließend, das waren nur einige Beispiele. Genau, dann kommen wir direkt zur konkreten Förderung. Für die, die den Kinder- und Jugendplan kennen, dürfte das jetzt nur eine Wiederholung sein. Wenn Sie ein Projekt zur Jugendbegegnung mit den USA machen wollen, dann muss dieses Projekt mindestens 5 und maximal 30 Tage betragen. Die Teilnehmenden sind junge Menschen von 8 bis 26 Jahren. Auch hier sagen wir in der Regel, also wenn ein Teilnehmer älter ist, dann stellt das auch kein Problem dar.
Aber man muss es ja irgendwie dann auch eingrenzen. Ja, die Fördermöglichkeiten, die bei diesen Begegnungen bestehen, da differenzieren wir zwischen inländischen Maßnahmen und ausländischen Maßnahmen. Und da gibt es verschiedene Fördersätze, die wir gewähren können. Das Ganze sind Pauschalsätze. Wenn eine Maßnahme im Inland durchgeführt wird, dann können Tagessätze für die Teilnehmer von 24 Euro je Tag gewährt werden. Und hier ist die Besonderheit, die Tagessätze können für deutsche, aber auch für die amerikanischen Teilnehmenden gewährt werden. Zudem kann ein Honorar für Sprachmittler bezuschusst werden. Das wären 305 Euro pro Tag. Und wenn wir jetzt auf die Maßnahmen blicken, die im Ausland durchgeführt werden, dort könnten wir einen Zuschuss für die Vor- und Nachbereitung gewähren. Das wären 35 Euro je Teilnehmer und das Ganze ist auf 350 Euro insgesamt begrenzt. Und auch ein Fahrtkostenzuschuss, der im Moment 0,8 Euro je Kilometer und Teilnehmer beträgt. Genau, dann kommen wir zu den Fachkräftemaßnahmen. Die Fachkräftemaßnahmen können laut KJP länger dauern. Also hier können die Maßnahmen maximal 90 Tage dauern. Die Zielgruppe wären hier die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe. Sollte bei den Maßnahmen auch ein unmittelbarer Bezug zur internationalen Jugendarbeit hergestellt werden. Und hier haben wir auch ganz ähnliche Fördermöglichkeiten wie bei den Jugendbegegnungen, nur dass die Pauschalsätze abweichen. Also bei Inlandsmaßnahmen hätten wir 40 Euro je Tag und Teilnehmer. Hier können ebenfalls die deutschen und die amerikanischen Teilnehmer gefördert werden und die Honorare für die Sprachmittler. Und bei Auslandsmaßnahmen hätten wir einen Zuschuss für die Vor- und Nachbereitung von 50 Euro je Teilnehmer. Das Ganze ist auf 500 Euro begrenzt. Und auch einen Fahrtkostenzuschuss. Genau, dann möchte ich Ihnen noch vorstellen, wie das Antragsverfahren im Sonderprogramm aussieht. Hier wird der normale Antrag über das Zentralstellenverfahren gestellt. Also Träger, die einer Zentralstelle angeschlossen sind, stellen dort ihren Antrag. Dort wird er vorab geprüft und dann an uns weitergereicht. Träger, die keiner Zentralstelle angeschlossen sind, können den Antrag auch direkt bei uns stellen. Und für den Antrag sind die KJP-Formblätter zu verwenden. Wir fördern ja analog zum KJP. Und da sind die Formblätter dann für die internationale Jugendarbeit zu verwenden. Maßnahmen zum Sonderprogramm folgen keiner Antragsfrist. Das heißt, die können das ganze Jahr bei uns eingereicht werden. Dabei sind natürlich auch unsere haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Also für dieses Jahr haben wir Mittel für 22 zur Verfügung. Die können auch dann nur für Projekte, für die 22 durchgeführt werden, verausgabt werden. Und im Moment sieht es so aus, dass wir auch für 23 Mittel zur Verfügung haben. Aber das steht und fällt natürlich dann auch mit der Verabschiedung des Haushaltsplans. Und genau, die Informationen haben wir beim IAB auch nochmal für Sie aufbereitet und zusammengestellt in einem kurzen Informationsblatt. Also falls das Ganze jetzt auch ein bisschen zu schnell für Sie ging, können Sie da gerne nochmal nachschauen. Genau, und ansonsten stehe ich für weitere Rückfragen auch gerne nachher in der Breakout-Session zur Verfügung, die ja im Anschluss zu diesem Programmpunkt dann stattfinden soll. Genau, und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von meiner Seite schon. Schön, dass Sie alle wieder da sind, beziehungsweise gerade zurückkommen. Ich warte noch eine Minute, genau 57, dass alle aus den Sessions wieder da sind. Und ich gucke einmal so in die Gesichter, zumindest da, wo die Kamera an ist, ob ich ein Lächeln sehe, ob da tolle Workshops, tolle Inhalte, toller Austausch war. Ich sehe durchaus das ein oder andere Lächeln und Kopfnicken. Das freut uns natürlich sehr. Wir wollen jetzt natürlich
nochmal hören, was gab es denn in den Workshops für Erkenntnisse? Und dafür haben wir die Frage vorbereitet, welche drei relevanten Erkenntnisse ergeben sich aus den Gesprächen im Hinblick auf die Umsetzung von transatlantischen Jugend- und Fachkräfteaustauschen? Das wollen wir nun pro Workshop, pro Session von Ihnen erfahren und werden das Ganze so machen, dass ich die Workshops nacheinander rannehme und die WorkshopgeberInnen eine Minute Zeit haben. Das ist natürlich nicht viel, deswegen der Timer, aber ich bin mir sicher, Sie schaffen das. Eine Minute Zeit haben, um drei Erkenntnisse kurz mit uns zu teilen im Plenum. Und dann moderiere ich immer direkt die nächste Person an und dann starten wir wieder mit dem Timer. Genau, so viel erstmal dazu. Und wir starten auch direkt. Ich schaue ins Gesicht von Frau Schuster. Sie ist auf jeden Fall wieder da, genau. Frau Schuster, wir wollen direkt mit Ihrem Workshop beginnen. Der war ja auch heiß begehrt und gut gefüllt, wie mir zugetragen wurde. Was waren denn die drei relevanten Erkenntnisse, die sich aus den Gesprächen bei Ihnen ergeben haben? Ihre Minute läuft. Okay, alles klar. Dann komme ich auch direkt zur Sache. Besonders intensiv wurde bei uns diskutiert, was die aktuellen Fördersätze des Sonderprogramms betrifft. Es wurde ja schon vorher angesprochen, dass häufig zum Beispiel die Fahrtkostenpauschalen nicht ausreichend sind für transatlantische Begegnungen, aber auch die Tagessätze, dass die amerikanische Seite wenig Unterstützung erfährt und es kaum attraktiv ist. Das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit ins Ministerium zur Diskussion, weil wir da im Sonderprogramm ja zum Glück auch ein bisschen flexibler sind als im KJP. Wichtig war aber auch nochmal, und das möchte ich betonen, dass wir auch gucken, was gibt es auf dem Feld bei den anderen Ministerien, bei den anderen Strukturen, dass wir da wirklich auch schaffen, Brücken zu bauen, auch beispielsweise mit dem PAD, denn nur so können wir auch wirklich den Trägern ein seriöses Angebot machen. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau. Eine Minute, das waren überhaupt nicht viel. Apropos Zeit, uns ist natürlich bewusst, dass auch die Zeit für die Workshops sehr kurz war. Das ist dem geschuldet, dass es ja ein Online-Event ist und wir durchaus wissen, dass so eine Online-Veranstaltung nochmal eine Teilnahme auch nochmal mit anderen Herausforderungen verbunden ist. Von daher nehmen wir aber mit. Wir hoffen, dass die nächste Veranstaltung dann in Präsenz hoffentlich stattfinden kann. Genau. Dann gehen wir direkt über zu Workshop 2. Da ging es um die Workcamps in den USA und Frau Fuchs, sehr gerne Ihre Minute. Ja, hallo. Aus dem Workcamp-Workshop kann ich Folgendes berichten. Also ich glaube, für die Träger der internationalen Jugendarbeit, die in unserem Bereich arbeiten, ist es vor allem wichtig, dass es eine gute und unkomplizierte Förderung gibt. Und das aus dem ersten Workshop kann ich bestätigen. Also wir würden uns auch über höhere Fördersätze sehr freuen, weil es einfach mit diesen Fördersätzen im Moment sehr, sehr schwierig ist, ein ansprechendes, auch was die Jugendlichen interessiert, Programm zu ermöglichen und auch die Unterkünfte zu bezahlen. Und das Zweite, ich habe eigentlich nur so zwei Sachen, ist, dass das Programm muss flexibel sein für die Träger und für die Jugendlichen. Also manchmal ist es einfach zu fix von dem, was man vorher in den Anträgen angeben muss. Da bleibt zu wenig Raum dann für das, was sich auf der Maßnahme entwickelt. So, ich bin fertig. Vielen Dank für den Einblick. Dann direkt zu Workshop Nummer 3. Da ging es ja so politische Bildung um Ambassadors in Sneakers, a Young Leaders Transatlantic Summer Academy on Human Rights. Und da ist Herr Felix Weinmann derjenige, der jetzt tatsächlich auch wieder eine Minute Zeit hat. Ein Thema, was uns auf jeden Fall beschäftigt hat, war auch das Thema Drittmittel-Sponsoring. Ich habe geteilt, auf wen wir da so in den letzten Jahren bei unserem Projekt gestoßen sind und da haben viele sich Notizen gemacht und es gab Zustimmung dafür, dass der Bedarf groß ist, rauszufinden, wen gibt es dort draußen, wer könnte für unser jeweiliges Programm passen. Dafür ist es auch einfach eine super Veranstaltung hier, vielen Dank.
Zugänge und Barrieren waren für uns das andere Thema. Wie kommen wir an die Teilnehmenden ran? Wie erfahren die Teilnehmenden von uns, die wir auch wirklich erreichen wollen und die eben mit den Programmen, die, an denen man teilnehmen kann, wenn man nicht so privilegiert ist? Ich wurde schon verwiesen auf die Zugangsstudie, die es wohl auch auf der IAP-Website gibt. Da suche ich gleich morgen danach. Und dritte große Erkenntnis, über die ich mich sehr gefreut habe, war, dass mehrfach erwähnt wurde, der Titel unseres Programms Ambassadors in Sneakers sei ganz toll gewählt und das freut mich sehr. Das freut mich auch. Positives Feedback kann man doch immer gebrauchen. Wunderbar. Dann vielen Dank Ihnen und wir machen direkt weiter mit Workshop Nummer 4. Sport im deutsch-US-amerikanischen Jugendaustausch. Und da waren ja Herr Weinrich und Herr Behne für verantwortlich. Ich glaube, Herr Weinrich, Sie stellen uns das Ganze vor, oder? Genau, ja. Wunderbar, dann sind wir gespannt auf Ihre Minute. Ein großes Diskussionsthema war so ein bisschen die Findung von Partnern, weil ja das Sportsystem in den USA auf unserer Ebene eher auf schulischer Basis fundiert ist und bei uns wir mit unseren Vereinen arbeiten. Aber aufgrund dessen, dass wir den Sport machen, haben wir einen guten Zugang auf unseren Teilnehmern zumindest. Das zweite Thema war dann auch Förderung natürlich, weil die Seite der USA auf ihren Sponsoring angewiesen sind und da immer ganz geguckt werden muss, jetzt auch mit den Erhöhungen der Sätze oder der Flugkosten, wie sie rüberkommen. Wichtig ist aber auch immer gewesen, dass Gastfamilien frühzeitig einbezogen werden in den USA als auch in Deutschland, sodass da ein guter Kontakt besteht und so die ersten Ängste aufgenommen werden. Und als dritter Punkt war so ein bisschen die, auch wieder mit der Schule, weil wir verschiedene Sportarten quasi nach Jahreszeiten geordnet sind in den USA. Und da muss man immer genau aufpassen, mit welchem Sport man denn kommt. Vielen Dank. Sehr spannend. Dann last but not least, Workshop Nummer 5. Da ging es um Jugendbegegnung, Jugend- und Menschenrechtsprojekte in der Pine Ridge Reservation, North Dakota. Jetzt als Halbbritin und ich kann englische Sachen nicht aussprechen. Genial. Dr. Michael Koch, wir sind schon ganz gespannt, von Ihnen zu hören. Nur ist die Pine Ridge Reservation in South Dakota und nicht in North Dakota. Aber nun gut, liegen ja direkt untereinander. Die Erkenntnisse, ich habe eigentlich eine PowerPoint vorgestellt und es kam leider nicht zum großen Gespräch. Aber für die Planung solcher Projekte, die Essentials, würde ich mal so vorschlagen, das erste ist mal eine gute Planung und eine gute Vorbereitung solcher Projekte. Das beschließt die Finanzierung ein, das schließt die Teilnehmerfindung ein, vor allem wenn man das nicht nur anbieten will für das Sunny Side der Gesellschaft. Thematische Zugänge, wichtig anknüpfen an den Orientierung der jungen Menschen und deren relevanten Themen und deren Freizeitpräferenzen, das garantiert eine gute Begegnung. Und die Frage offen, wie kommen Jugendliche aus den USA hierher? Fördermöglichkeiten. Vielen Dank Ihnen. Jetzt war ich kurz am Zittern mit der, aber tatsächlich sind alle Inhalte mitgekommen, von daher vielen Dank und auch für die Korrektur. Man sollte da aufpassen, dass man nicht alles in einen Topf, nur weil Dakota dahinter steht. Von daher wieder was gelernt, vielen Dank Ihnen. Ja, jetzt hatten wir ein ganz kurzes, wie kann man das nennen, Pitchen, Speed, Zusammenfassung, Summary von den Erkenntnissen aus den Workshops. Und jetzt wollen wir sehr gerne die Zeit nutzen, um mit Ihnen nochmal ins Gespräch zu kommen. Also Ihnen nochmal die Möglichkeit geben, dass wir hier gemeinsam in der großen Runde nochmal uns austauschen über vielleicht Fragen, die nochmal aufgekommen sind oder Impulse, die Sie nochmal in der großen Runde teilen möchten. Also oder dass Sie nochmal jetzt eine von den Erkenntnissen aus einem der anderen Workshops gehört haben und dazu direkt nochmal etwas sagen möchten. Sie können sehr gerne wieder im Chat Ihre Frage posten oder Sie können auch einfach gerne, wenn Sie mögen, per Handzeichen sich melden und dann würde ich Sie aufrufen. Ich finde es auf jeden Fall super spannend, mit Ihnen nochmal dazu ins Gespräch zu kommen. Und wir haben dafür auch roundabout eine gute Viertelstunde auf jeden Fall Zeit. Von daher nutzen wir doch gerne die Chance, nochmal uns auszutauschen, wenn Sie mögen. Ich freue mich sehr,
dass Dr. André Huffert, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, sich meldet und ich bin gespannt. Genau. Ja, also was ich hier mitnehme in erster Linie auch, muss ich sagen, ist, dass wir im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, ja auch insgesamt im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, sehr, sehr viel am Geld hängt. Und das ist natürlich, denke ich mal, für uns alle hier gemeinsam ein großes Problem, dass im Moment die Politik, nachdem auch viele Programme ja in der Corona-Krise uns und auch den sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen sehr geholfen haben, mit dem Auslaufen dieser Programme und eben auch den begrenzten Mitteln im Bereich der internationalen Arbeit wirklich große Probleme einfach entstehen und wir auch befürchten müssen, dass wir gerade die Kinder und Jugendlichen, die sowas am meisten brauchen, nämlich die aus sozial schwachen Verhältnissen, dass wir die nicht mehr mitbekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde einfach das nur in die Runde geben, dass alle, die Einfluss nehmen können auf politische Entscheidungsprozesse, unbedingt der Politik sagen, ja, die Ukraine-Krise ist ein großes Problem, aber wir dürfen die Kinder und Jugendlichen nicht verlieren. Dieser Bereich, da darf nicht nur nicht dran gespart werden, sondern dort müssen wir auch verstärkt Unterstützung. Ja, vielen Dank Ihnen. Genau, wie Sie schon gesagt haben, das ist ja heute an der einen oder anderen Stelle gefällt worden. Das ist natürlich immer so eine schwierige Thematik mit den Finanzen, aber es ist wichtig. Und deswegen gibt es ja auch heute diese Veranstaltung, ne, dass wir durchaus das transparent machen und darüber sprechen, ins Gespräch kommen. Nur so können ja auch Lösungsansätze nochmal gefunden werden. Best Practice. Vielen Dank Ihnen. Unabhängig vom Geld oder vielleicht noch als Ergänzung, gibt es noch weitere Impulse, die Sie mitgeben möchten. Herr Weinrich, Sie melden sich. Ich würde nochmal auf einen Punkt eingehen, den auch einige von den anderen Workshops mit besprochen hatten, war die Partnerfindung oder auch die Strukturunterschiede, die es ja in den USA und Deutschland gibt. Da würde mich nochmal interessieren, auch von anderen Teilnehmenden, wie dort das zustande gekommen ist. War es überhaupt nicht wie bei uns über persönliche Kontakte oder man hat schon mal ein Auslandsjahr gemacht oder Highschool besucht und das dann aufgebaut oder gibt es dann auch gleiche oder ähnliche Vereine, Verbände, Institutionen, wo dann angedockt wird, um dann da einen Austausch zu organisieren über die Jugendhilfe und Jugendarbeit. Vielen Dank. Gibt es zur Frage von Herrn Weinrich direkt eine Antwort hier aus der Runde? Herr Kaiser, Sie nicken, wäre auch direkt dazu? Sie wussten ja noch gar nicht, was Herr Weinrich fragen will. Mensch, haben sich abgesprochen. Okay, dann Herr Kaiser gerne. Nein, nicht abgestimmt, aber einen Satz kann ich vielleicht dazu sagen. Bei mir waren es in der Regel persönliche Kontakte, die wir dann institutionalisiert haben. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch in anderen Bereichen der internationalen Arbeit gemacht habe. Es ist natürlich so, dass wir das institutionell absichern müssen oder integrieren müssen. Aber meine Erfahrung ist, dass ganz, ganz viel auf persönlichen Kontakten basiert, was auch damit zusammenhängt, dass auf beiden Seiten sich Leute zeitlich auch enorm einsetzen müssen, auch zum Beispiel für einen Kontaktbesuch, wie auch immer. Ich hatte aber auch noch eine Frage, und zwar zwei Punkte. Das eine ist, oder eine Anmerkung, was ich mitnehme. Ganz am Anfang war von der Ukraine-Krise die Rede und von dem Punkt, dass das Thema Krieg in der Ukraine sicher auch auf den deutsch-amerikanischen Austausch wirkt und vielleicht die Frage von Sicherheit und Demokratie schützen ganz neu stellt. Das ist für mich eine Erkenntnis, die liegt zwar auf der Hand, aber das kann ich schon nachvollziehen, wie die auch unsere Zusammenarbeit prägen wird. Und das nehme ich mit als was, wo wir sehr, sehr aktuell sind in dieser Konstellation und auch aktuelle Themen wie diese aufgreifen müssen. Und das Zweite ist eine Frage und ein Rückschluss. Ich habe so viele Stichworte gehört heute, wo ich auch gerne nachfragen würde, ob das Drittmittelakquise ist, ob das Programmplanung ist, ob das Partnerfindung ist, dass ich gerne wüsste, wie geht's weiter. Vorhin
fiel mal das Stichwort, wir können uns hoffentlich in Präsenz demnächst treffen. Ich finde Netzwerktreffen von Leuten, die aktiv in dem Bereich sind, sehr sinnvoll und finde es auch in Präsenz nochmal sinnvoller. Also ich hoffe, da hören wir noch was Konkreteres über die Pläne. Ich kenne ähnliche Strukturen im Bereich der europäisch-arabischen Zusammenarbeit, wo es regelmäßige Netzwerktreffen gibt. Und das finde ich auch wichtig. Vielleicht perspektivisch auch gut, da Leute aus den USA mit einzubeziehen. Vielen Dank für Ihre Frage oder Fragen. Direkt zur letzten, direkt im Anschluss wollen wir gemeinsam nochmal einen Ausblick wagen und dort kann Frau Neu vielleicht das ein oder andere noch zu dem Thema sagen. Zur anderen Frage gibt es aus der Runde eine Person, die direkt darauf antworten möchte. Dann sehr gerne einmal melden, dass ich das im Blick habe. Gibt es dazu direkt eine Rückmeldung? Herr Kaiser, Sie nicken. Ich sehe jetzt erstmal keine Meldung dazu. Auch da würde ich das einmal ganz kurz skippen, direkt zur nächsten Frage. Vielleicht kommt gleich nochmal, manchmal müssen Fragen ja auch sich erstmal setzen und vielleicht kommt direkt eine Antwort gleich drauf. Und zwar gab es noch eine Meldung von Frau Schernikau. Es tut mir übrigens leid, da Ihre Pronomen nicht immer jeweils dabei sind, falls ich falsche Pronomen nutze. Das ist mir höchst unangenehm, falls das der Fall ist. Aber Sie hatten sich auch gemeldet mit einer Frage. Ging es ja darum, wie bei uns die Partnerschaft zustande gekommen ist. Also das ging auch über Persönliche die Sache, das ist gegenüber die Ebene der Kirchen und dadurch ist das über Jahre dann gewachsen und das ist halt auch ganz wichtig, wenn man auf beiden Seiten sehr aktive Leute hat, die das dann auch begleiten. Und es ist halt sehr zeitintensiv und halt auch sehr geldintensiv, wenn man solche Jugendaustausche macht. Und auch gerade jetzt haben wir beim letzten Austausch festgestellt, dass es auch für unseren Partner in den USA wirklich eine finanzielle große Herausforderung war, das alles geldlich abzusichern. Und wir versuchen das, wenn die dann zu uns kommen, denen das so zu ermöglichen, dass sie wirklich bloß die Flugkosten haben. Aber bei den horrend gestiegenen Flugpreisen ist es da auch schon manchmal sehr schwierig, dass sie dann auch mit ihrer eigentlich ja, geplanten Gruppe so das durchführen können, weil die Mittel halt sehr begrenzt sind. Das war jetzt noch mein Beitrag. Vielen Dank. Aus dem Chat kam auch direkt noch eine Nachricht. Ich glaube, Universitäten können auch gute Ansprechpartner für Partner in den USA sein, sowohl für Programme mit jungen Erwachsenen als auch für junge TeilnehmerInnen, weil amerikanische Unis oft viele Community-Partnerships mit relevanten NGOs haben. In den USA gibt es weniger Dachverbände, aber es gibt sie, wenn man etwas sucht. Herr Müller, direkt dazu? Ja, die Schwierigkeit besteht ja darin, dass die beiden Strukturen auf der US-amerikanischen Seite und hier auf der deutschen Seite nicht zueinander passen. Hier auf der deutschen Seite gibt es drei Säulen oder drei Sektoren des Jugend- und Schüleraustauschs. Erstens der klassische Jugendaustausch. Das ist vermutlich im engeren Sinne mit dem Bild, was Sie im Hintergrund haben, was ich sehe, Fachtag Jugendaustausch. Da meinen Sie wahrscheinlich den Jugendaustausch im engeren Sinne und nicht den Schüleraustausch. Und auch nicht den langfristigen individuellen Schüleraustausch. Was den langfristigen individuellen Schüleraustausch betrifft, dafür kann ich sprechen. Da gibt es sehr viele Organisationen in den USA. Und da wäre meine Empfehlung, wenn wir den Jugend- und Schüleraustausch intensivieren wollen, dass wir diese Organisationen fragen. Also das sind Dutzende von Organisationen, die es gibt in den USA. Die machen hauptsächlich die einjährigen Programme. Aber wenn es Förderstrukturen gibt, insbesondere auf beiden Seiten, wären Sie vielleicht interessiert, als Partner für neue Programme zur Verfügung zu stehen. Und meine Empfehlung wäre, mit diesen Organisationen Kontakt aufzunehmen. Vielen Dank. Wenn Sie genau das hier meinen, das flippt, das ist allgemeingültig erstmal nur der Titel der Veranstaltung. Genau. Dann
hat Herr Kaiser noch im Chat geschrieben, sehe ich genauso. Das ist nur mit den Förderstrukturen schwierig, weil wir da schulischen und außerschulischen Bereich vermischen. Aber das halte ich für sinnvoll und erforderlich. Herr Möller, Sie sind auch gerade nochmal drauf eingegangen. Also, dass man da guckt, okay, von welchen Strukturen spricht man da. Dann hat sich im Chat Verena Nieten gemeldet und ich möchte Sie gerne nochmal rannehmen mit Ihrer Frage. Ja, hallo. Für uns ist die Situation komplett neu, weil unser Verein hat in der Form noch nie einen Austausch gemacht. Und ja, meine Idee ist halt aufgenommen worden im Vorstand und auch von dem Verein. Und ja, wir stellen uns einfach die Frage, wir haben auch mit dem Thema Förderung, ist alles sehr neu bei uns im Verein, weil wir uns immer versucht haben, alleine zu finanzieren. Aber wir sind jetzt an einem Punkt gestoßen, wo, sage ich mal, Förderungen notwendig sind. Und dann ist meine Frage, wie sieht so ein Förderantrag aus oder gibt es da auch Hilfen, um diesen Förderantrag vielleicht zu stellen? Weil wir halt tatsächlich auch jetzt neuerdings Mitglieder haben, die aus der Bildung und Teilhabe kommen. Und ich finde das sehr gut. Ich begrüße das auch, weil ich finde es sehr wichtig, Kindern den Zugang zum Sport zu gewähren, egal aus welcher Schicht oder aus welchen Familien die kommen. Und ich finde, wir als Vereine haben da auch eine Vorbildfunktion. Definitiv. Ja. Vielen Dank. Ich sehe parallel im Chat, dass direkt schon geantwortet wurde. Und zwar für den Bereich Sport kann ich darauf hinweisen, dass wir als DSJ beratend zur Seite stehen, wenn es zur Beantragung kommt. Wir haben ein generelles Merkblatt zur Beantragung im KJP auf unserer Homepage und telefonisch stehe ich auch gerne zur Verfügung. Also vielen Dank. Das sind mir die liebsten Fragen, die sich von automatisch beantworten. Das ist Community Love. Vielen, vielen Dank. Und es wurde auch noch ein weiterer Link geteilt. Also vielen Dank dafür. Ich schaue noch einmal in die Runde, ob es noch eine weitere Frage gibt. Ja, erstmal herzlichen Dank an alle. Vielen Dank. Eine tolle Community. Und würde, wenn dem nicht so ist, an der Stelle an die Kollegin von IAB, an Frau Elena Neu übergeben wollen. Es kam ja auch gerade noch mal die Frage, ja, wie schaut es denn aus? Wie soll es denn weitergehen? Und ja, wen könnte ich denn da am besten fragen als jemanden direkt aus dem Team, die natürlich da direkt wissen, was sind die Pläne? Und Frau Neu, dann lassen Sie uns doch sehr gerne teilhaben und uns eine kleine Sneak Peek für nächstes Jahr. Was ist denn der Ausblick? Was ist denn schon geplant? Was können Sie schon mit uns teilen, was geplant ist? Ja, vielen Dank für diese charmante Überleitung zurück an mich. Ich würde gerne generell noch ein paar Worte sagen, also gerne natürlich auch einen kleinen Ausblick geben, weil wir uns ja jetzt auch so langsam auf das Ende der Veranstaltung hinbewegen. Ich möchte aber auch gerne die Gelegenheit nutzen, nochmal ein paar allgemeine Dinge zu sagen zu dem, was wir jetzt gehört haben. Also ich habe mir auch ganz fleißig Notizen gemacht, wie ganz viele. Möchte gerne auch nochmal einordnen, dass wir diesen Fachtag heute ja nicht zu dem Zweck eines Fachtages alleine gemacht haben, sondern wir versprechen uns natürlich auch genau davon, genau das, was wir jetzt gerade tun, nämlich dass wir auch einen Eindruck davon bekommen, was beschäftigt Sie eigentlich, welche Fragen treiben Sie um, wo hakt es, wo müssen wir aktiv werden, welche Rolle können wir auch einnehmen und wo können wir Wirkung entfalten. Und deswegen möchte ich mich an erster Stelle vor allen Dingen jetzt schon mal bedanken bei allen, die hier ganz offen und transparent schon Dinge geteilt haben und Ihnen versichern, dass sich das nicht im Sande verläuft, sondern dass wir die Sachen, die Sie hier sagen, auch ein Stück weit als Auftrag verstehen für das, was wir zukünftig machen. Ich würde gerne ein paar Punkte aufgreifen, die ich aufgeschnappt habe. Sie sehen es mir bitte nach, wenn das ein oder andere dabei jetzt nicht auftaucht, aber wir werden in der Nachbereitung sicherlich auch noch mal intensiver darauf gucken. Das schieße ich jetzt quasi so ein bisschen aus der Hüfte. Ein Thema, worüber wir heute viel gesprochen haben, ist das Thema Finanzierung. Und es gab ja auch ein ganz großes Interesse an dem Sonderprogramm, an der Session zum Sonderprogramm und an den Fördermöglichkeiten. Ich habe auch verstanden, dass das Thema Drittmittelfinanzierung eines ist, was sehr wichtig ist. Und dass es durch die Asymmetrien im System häufig Schwierigkeiten gibt, auf US-amerikanischer Seite die Partner ins Land zu kriegen. Also das ist, glaube ich, ein großer Block, der uns beschäftigen wird, mit dem wir uns befassen.
Und auch was das Sonderprogramm als Förderinstrument betrifft, sind wir ja in sehr enger Abstimmung auch mit dem BMF-SFJ. Das heißt, wir sind auch Ansprechpartner, wenn Sie Fragen oder Probleme dazu haben, weil wir eben im Zweifel Ihnen auch sagen können, wer der richtige Ansprechpartner für Sie ist, wenn Sie das spontan nicht wissen. Und wir haben das Thema auch auf dem Schirm und wollen perspektivisch da auch nochmal vermehrt Informationen bereitstellen, sodass auch sich das System vielleicht ein bisschen besser aufklärt oder Fragen beantwortet werden, die vielleicht auch heute noch nicht beantwortet werden konnten. Ein anderes Thema, was ich mitnehme, ich glaube, das wird auch etwas sein, was uns perspektivisch in unserer Arbeit begleitet, ist das Thema Partnersuche. Auch hier ist zur Sprache gekommen, das Thema Asymmetrie der Systeme, also die Versäulung in Deutschland, die sehr stark ist, die uns manchmal im Weg steht. Vorhin war das Beispiel mit dem Sport, dass bestimmte Sportarten zu bestimmten Jahreszeiten stattfinden und halt nicht nonformal, sondern an die Schule gekoppelt. Das ist auch etwas, dessen wir uns bewusst sind und wo wir auch daran arbeiten wollen, zukünftig den Dschungel ein bisschen zu lichten und vielleicht auch Wege aufzuzeigen, wie man da drumherum arbeiten kann oder wie man da mitarbeiten kann, viel mehr. Ich schaue noch mal gerade, dass ich nichts vergesse. Ah ja, genau. Ich möchte gerne noch auf die letzte Frage eingehen. Und das ist auch so ein bisschen, greift schon so ein bisschen in den Ausblick über, was wir zukünftig machen wollen. Die Arbeit, die wir jetzt gemacht haben, ich habe sie am Anfang des Tages auch schon mal vorgestellt, möchten wir fortsetzen. Das heißt, das ist jetzt unser laufender Auftrag, Sie mit Informationen zu versorgen, Ihnen beratend zur Seite zu stehen. Und die Frage von Herrn Kaiser vorhin, die er gestellt hat, was das Thema Netzwerkarbeit betrifft, das ist etwas, denke ich, was bei uns auf der Prioritätenliste einen besonderen Stellenwert einnehmen wird. Wir haben heute mit diesem Fachtag für uns, oder wir verstehen diesen Fachtag heute für uns als eine Art Auftaktveranstaltung. Es war für uns auch die Gelegenheit, mal einen Eindruck davon zu bekommen, ob Interesse da ist, wo Interesse da ist und welches Interesse da ist. Und ich glaube, dass Interesse da ist, haben Sie heute mehr als bewiesen, denn wir sind eine sehr große Runde heute, worüber wir uns wahnsinnig freuen. Ich freue mich auch ganz besonders darüber, dass wir aus diesen unterschiedlichen Säulen auch VertreterInnen heute hier haben, denn diesen Dialog wünschen wir uns auch für die Zukunft, denn das Ziel, nämlich ein Mehr an Austausch, ein Mehr an transatlantischem Austausch, ist ja das, was uns gerade verbindet. Das heißt, im kommenden Jahr wird das Thema Netzwerkarbeit für uns eine besondere Rolle spielen. Das bedeutet, dass wir auch dieses Format des Fachtages gerne fortführen möchten, gerne in Präsenz, wenn das möglich ist, soweit die Pandemielage oder auch die Bedarfe in den Trägerstrukturen das zulassen. Wir möchten gerne, dass auch von der nationalen Ebene gegebenenfalls auch eine binationale Ebene heben. Zusagen dazu kann ich im Augenblick noch nicht machen, weil dazu einfach noch Absprachen stattfinden, die noch nicht finalisiert sind. Also ich möchte Ihnen auch nicht etwas versprechen, was wir dann im Zweifel nicht halten können. Aber wir haben jetzt gesehen, das Interesse ist da. Ich glaube, das Signal des Wunsches nach Vernetzung und nach Austausch ist hier ganz, ganz deutlich geworden. Und damit arbeiten wir weiter. Und das werden wir sicherlich auch berücksichtigen für die Projekte in 2023 oder für unsere Vorhaben in 2023. Genau, ich glaube, damit würde ich quasi, das finde ich ist eigentlich auch ein ganz, ganz schöner Schluss, dass wir uns darauf freuen, perspektivisch mit Ihnen weiter zu arbeiten, dass sich das, was hier heute passiert ist, nicht im Sande verläuft. Wir freuen uns auf viele spannende weitere Veranstaltungen mit Ihnen in diesem Format. Wir freuen uns, dass wir ein Teil davon sein können. Wir sind ja auch jetzt in diesem Jahr erstmalig in diesem Bereich unterwegs, auch als Fachstelle. Und darauf sind wir sehr gespannt und wir freuen uns auf den Auftrag zum einen vom Bundesministerium, aber auch auf den Auftrag von Ihnen, denn wir arbeiten ja schließlich auch für Sie. Wir sind gespannt und wir freuen uns darauf. Und ich möchte auch gerne nochmal betonen, und das ist dann mein letztes Wort zum Sonntag, bevor ich an Sharon Maple zurück abgebe, dass wir Ihre Teilnahme hier sehr schätzen und dass Sie jederzeit auf uns zukommen können, auch wenn Sie unsicher sind oder nicht wissen, ob Sie bei uns schon an der richtigen Stelle sind. Im Zweifel, alles, was mit USA zu tun hat, sprechen Sie uns gerne an und wir vermitteln Sie weiter. Wir geben Ihnen Rat, wir geben Ihnen Informationen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Neu, für den Ausblick. Und ja, wir scharen mit den Hufen und sind schon ganz gespannt, was das neue Jahr bereithält und drücken natürlich auch die Daumen bzw. Fingers crossed, wie man so schön sagt, dass auch die Pläne dann tatsächlich umgesetzt werden können. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, dann kommen wir tatsächlich schon zum letzten Punkt auf der heutigen Agenda. Nachdem wir jetzt einen kurzen Ausblick gewagt haben, wollen wir natürlich für die heutige Veranstaltung noch mal kurz in uns gehen, schauen, was haben wir heute getan. Nein, keine Sorge, hier wird jetzt kein Riesenpunkt. Ich will jetzt nicht jeden Punkt durchgehen, aber dennoch möchte ich gerne wissen, wie geht es Ihnen jetzt heute? Sie haben jetzt bei dieser langen Online-Veranstaltung teilgenommen und ich möchte doch gerne von Ihnen wissen, mit welchem Gefühl blicken Sie auf die zukünftige deutsch-US-amerikanische Zusammenarbeit und freue mich, wenn Sie das mit mir oder mit uns im Chat teilen mögen. Also mit welchem Gefühl blicken Sie auf die zukünftige deutsch-US-amerikanische Zusammenarbeit? Und da sehe ich schon erste Reaktionen. Hoffnung, Optimismus. Wer hat noch mehr zu bieten? Mit welchem Gefühl blicken Sie? Vorfreude. Optimistisch und motivierend. Ja, viel Arbeit durchaus. Freude, Spannung. Inspiration. Neue Netzwerke. Genau, der Wunsch wurde heute ja auch nochmal geäußert. Den Austausch, die Vernetzung. Wurde auch nochmal geschrieben, viele Fragen, aber die Idee schon mal gut. Also an der Stelle auch ein herzliches Dankeschön von meiner Seite aus, dass Sie sich auch so rege beteiligt haben. Das macht eine Veranstaltung natürlich auch nochmal erst so richtig erlebniswert, erlebnisreich, wenn das tatsächlich ein Austausch auf beiden Seiten ist. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen für die Mitwirkung bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und nochmal hervorheben, dass IAB sich auf die Zusammenarbeit mit den Trägern freut und auch wenn Sie jetzt zum Beispiel nochmal Feedback haben, Sie auch sehr gerne an usa@iab.de beziehungsweise an einen der Mailadressen, Sie hatten ja im Vorfeld der Veranstaltung auch noch eine Mail erhalten, dass Sie da auch sehr gerne nochmal, wenn Sie nochmal Impulse haben oder nochmal Fragen, sehr gerne sich dort nochmal an die Mailadresse wenden können. Und wir hatten ja von Anfang an gesagt, dass die Veranstaltung ja auch aufgezeichnet worden ist. Das heißt, auch das wird dann nochmal natürlich aufbereitet, nochmal geschnitten und im Nachgang dann auf der Internetseite von IAB auf iab.de veröffentlicht. Da sind wir schon gespannt. Dann können Sie auch das Ganze dann nochmal teilen. Und ja, wie Frau Neu schon meinte, es soll bei diesem einen Treffen nicht bleiben. Wir sehen den heutigen Tag als Auftakt. Wir haben jetzt viele inspirierende Worte auch noch mal im Chat gelesen. Also die Vorfreude ist da, das Engagement und jetzt darf es losgehen und wir freuen uns dann auf das kommende Jahr, was das alles für uns bereithält, gerade zu diesem Thema und freuen uns, wenn das möglich ist, dass das Format des Fachtages in 2023 dann noch mal wiederholt werden kann. Genau, wie gesagt, in der Zwischenzeit kennen Sie mittlerweile das IAB-Team auch nochmal die Erinnerung mit den hellblauen Hintergründen hinterlegt. Sehr gerne können Sie sich bei dem IAB-Team nochmal melden. Wie man so schön sagt, stay in touch. Und ja, an der Stelle einfach die Möglichkeit, sehr gerne, wenn Sie noch was mögen, auch gerne im Chat hier mit uns zu teilen. Und einfach ein herzliches Dankeschön. Wir sind ja super gespannt auf das kommende Jahr, was es für uns bereithält und wie man auch so schön sagt, spread the word. Wenn Sie auf Social Media unterwegs sind, erzählen Sie anderen davon. Wir alle wissen, wie Netzwerken funktioniert, miteinander in Austausch kommen. Vielleicht haben Sie hier in dem Speed Networking Menschen kennengelernt, wo Sie sagen, hey, das könnte nochmal spannend sein. Auch da können Sie sehr gerne Impulse nochmal miteinander teilen, sich nochmal connecten. Und an dieser Stelle bleibt mir einfach herzlichen Dank zu sagen. Und wir sehen uns wieder, vielleicht digital, vielleicht
in einer Präsenzveranstaltung, aber man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Von daher bin ich überzeugt, dass Menschen, die sich engagieren und für Projekte einsetzen, dass die immer an irgendeiner Stelle sich über den Weg laufen. Von daher herzlichen Dank und alles Gute.